Hey, this is Chris Jericho, and you're listening to Rhythm Wrestling Podcast, a sexy German beast, if there ever was one. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Talk-Freunde. Ihr seid hier bei Whip-In, dem Wrestling-Infos.de Podcast. Ja, Ausgabe 34. ja, Jubelstürme. Ja. Wir bringen euch jetzt etwas relativ Neues dieses Mal. Denn wir hatten ja beim letzten Mal nach langer Abstinenz unsere Rückkehr mit diesem klassischen Podcast-Modell gefeiert und hatten da auch ein paar neue Stimmen dabei. Und um euch diese Stimmen noch weiter etwas näher zu bringen, werden wir diesen Podcast dieses Mal ein wenig zweiteilen. Wir starten mit einer kleinen Runde und ein paar Themen, machen dann eine kurze Pause und werden dann mit einer neuen Runde nochmal ein paar Themen besprechen. So werden wir euch hoffentlich viele verschiedene Eindrücke, viele verschiedene Stimmen und einen höchst amüsanten und spannenden Podcast vermitteln. Und in diesem Sinne auch nochmal ein Aufruf. Ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren TV-Kaiser-Folgen. Es gestaltet sich allerdings als ein Teufelskreis, diese zu finden. Helft mir! Helft mir! Na gut, wir sind jetzt in dieser ersten Hälfte in einer gemütlichen kleinen Dreierrunde, werden über NXT, TNA und Bo Dallas sprechen und da haben wir jemanden dabei, der erstaunlicherweise nicht so viel mit Bo Dallas anfangen kann, der lieber sagen würde, you have to truly believe. Nee, das nicht. Doch. Doch. Gerade. Denn du musst endlich Bo leaven, aber eigentlich wollte ich diesen Button anklicken. Bo. Leave. Nein. Einen schönen guten Abend. Straight Edge for Life, Hannes. Guten Abend. Ja, und dann haben wir natürlich den einzig wahren dabei, unseren JME, den Jens. Guten Tag. Ja, starten wir doch am besten mal mit Bo Dallas, denn ich glaube, die ganze Welt ist neugierig darauf, was Hannes an Bo Dallas nicht gut findet. Das ist einfach unfassbar. Hannes, Bo Dallas. Ja, was ist denn daran jetzt so unfassbar? Also mal ganz ehrlich, der Typ nervt doch einfach nur. Bo Dallas ist John Cena. Eine Karikatur, richtig, hast du ja schon mal erwähnt. Ja, aber ist eine Karikatur von John Cena und John Cena ist mein Held. Ja. John Cena ist unser aller Held und deswegen darf man keine Karikatur von ihm. Nein, das ist alles Quatsch. Das ist alles letztendlich derselbe Einheitsbrei und Bo Dallas, klar, irgendwo hat er was Unterhaltsames. Einmal, vielleicht auch zweimal und vielleicht bei NXT, so als der Volldödel, der da Champion ist und den keiner mag. Letztendlich, bei NXT hat es für mich irgendwo funktioniert, weil es für mich, da war es halt nicht irgendwie zweimal in der Woche in den Shows. Inzwischen nervt es mich nur noch, weil es immer das Gleiche ist. Aber letztendlich muss die WWE dann ja bei mir was richtig gemacht haben. Well, let me tell you something, brother. You have to truly believe. Du musst einfach Bo leaven. Du musst dich darauf einlassen, Hannes. Niemals. Doch, also Bo Dallas verkörpert doch wirklich alles. Alles, was man an einem Menschen hassen kann. Hast du da noch so einen No-Button? So No, No, No? Oder das? Den habe ich ausgetauscht für heute. Den muss ich gleich mal suchen. Also das wäre jetzt meine Antwort auf das, was du da gerade gesagt hast. Also letztendlich hat die WWE mit mir irgendwas richtig gemacht, weil ich mag ihn nicht und man soll ihn ja auch nicht mögen. Aber mich nervt er eigentlich nur. Ha. Jens? Ich bin fassungslos. Ja, das hab ich mir gedacht. Nee. Keine Ahnung, so manchmal komm ich einfach nicht mehr mit so den Wrestling-Fans, egal ob das jetzt bei Bo Dallas ist und bei Roman Reigns. Wie gesagt, es ist eine Karikatur und nichts, was der Bo Dallas macht, ist doch wirklich ernst zu, was heißt nicht wirklich ernst zu nehmen, aber man darf doch das, was er sagt und sein Gegrinse und überhaupt seine ganze Ausstrahlung jetzt nicht ernst nehmen wie, keine Ahnung, eine Promo von ich weiß nicht, das fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein, weil Wrestling ja generell nicht ernst zu nehmen ist, aber im Grunde ist es, wie gesagt, eine Karikatur eines John Cenas oder eines John Cena-ähnlichen Charakters. Und wie man da nur so darauf abgehen kann, dass
derjenige nichts in den Schoß zu suchen hat und bla bla bla, erschließt sich mir irgendwie nicht ganz. Weil, keine Ahnung, da gibt's in den Shows viel größere Beispiele. Ich könnte es wesentlich eher nachvollziehen, wenn jemand sagt, Rusev und Jack Swagger hätten nichts in den Shows zu suchen, weil das wirklich einen faden Beigeschmack hat. Ja, nee, ich sag's nur als Beispiel. Ja. Das würde für mich wesentlich mehr Sinn machen, weil das tatsächlich einen faden Beigeschmack hat. Sowohl das ganze Jack Swagger, Sepp Coulter, als auch das jetzt mit Rusev. Man muss ja vor allen Dingen festhalten, dass das Bo Dallas Gimmick absolut funktioniert. Du sollst ihn hassen, er zieht seine Reaktion, er weiß genau, wo er praktisch auch ansetzen muss, um die Reaktion zu ziehen. Ist bei dem Gimmick zugegebenermaßen jetzt auch nicht schwer. Aber es funktioniert in der Midcard absolut großartig und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, boah, mich juckt es so in den Fäusten, ihn jetzt in die Fresse zu kloppen. Das macht mich wirklich so glücklich machen. Und das ist doch eigentlich genau das, was man erreichen möchte. Das ja, aber das habe ich ja zum Schluss auch gesagt, dass die WWE bei mir dann irgendwie was richtig gemacht hat, weil ich mag ihn halt einfach nicht. Und ja, was heißt, er hat nichts in den Shows zu suchen? Er hat wahrscheinlich schon irgendwo seine Daseinsberechtigung. Aber ich muss ihn ja nicht mögen. Das ist, keine Ahnung. Die Reaktion hatten natürlich auch viele damals auf JBL, wann war das, 2004 oder 2005, keine Ahnung, hatten die ungefähr die gleiche Reaktion, als er Champion war. Das Ding ist einfach, solange wie man ihn nicht mag und man wünscht, dass er verliert, ist ja alles in Ordnung. Problem wird es nur eben dieses typische, ich mag ihn nicht und ich schalte deswegen ab. Dann wird es ja erst zum Problem. Aber dass wirklich so viele und dass er die Wrestling-Fans so spaltet, ist schon irgendwie interessant. Aber ich meine, es gibt da immer zwei Sichtweisen, aber eigentlich gibt es noch wesentlich mehr Sichtweisen, spätestens wenn man die Leute befragen würde, die nicht unbedingt etwas mit Wrestling-Seiten so am Hut haben. Ich glaube, da gibt es nämlich auch viele, die zum Beispiel mit den Whites überhaupt gar nichts anfangen können und bla bla bla. Also, aber ich finde, Bordell ist im Moment mit zumindest in der Midcard mit am unterhaltsamsten. Wiederum nicht schwer. Wobei, vielleicht liegt es auch wirklich so bei mir, dass ich Bo Dallas so großartig finde, daran, dass ich mich irgendwie mit John Cena abgefunden habe. Es gab mal die Zeit, da hat mich wirklich angekotzt, wenn John Cena Champion war, wenn er immer diesen selben Müll gelabert hat, wenn er wieder mal im Main Event stand, jemanden begraben hat und nur sich selbst overgebracht hat. Aber mittlerweile kann ich da nur noch müde drüber lächeln, irgendwie. Man merkt es ja auch jetzt in den letzten Podcasts und Reviews, man hat wirklich, das ist eigentlich eher, ja, ist halt John Cena, irgendwann ist er weg und was nützt es noch, sich darüber aufzuregen. Weil jetzt gerade jemand daherkommt und genau das Gleiche macht wie John Cena, nur dafür ausgebuht werden soll, ja, ich weiß nicht, also ich finde das tierisch amüsant und... Ich finde ja sogar, man macht schon einen Fehler, und zwar bei SmackDown, die Sache mit dem El Torito, fand ich eindeutig einen Fehler. Ich gucke keinen SmackDown jetzt. Ja, es war auch schon wieder... war halt ein Match zwischen Diego Wasler und Bordellis, was Bordellis gewonnen hat, und nach dem Match hat Bordellis zu El Torito gesagt, wenn er Bo lief, dann wächst er bestimmt noch ein Stückchen. Und dann hat Bordellis sich umgerät und hat gefeiert und El Torito hat ihn halt mit seinen Hörnern in den Hintern gestochen, worauf ihm Bordellis dann einen Slam verpasst hat. Also ich meine, davon abgesehen, dass es ist wieder so typisch WWE. Ja, man möchte ihn jetzt auch krampfhaft in die Heel-Rolle bucken, was ich fürchterlich finde. Lasst ihn doch einfach diese Karikatur sein, ohne dass er jetzt irgendwelche Heel-Aktionen sondern macht. Er zieht ja trotzdem Heat damit. Ja. Interessant fand ich daran wieder, dass El Torito wieder dieses typische kleine Menschen bei WWE Gimmick haben soll heißen, er darf sich alles rausnehmen, ist er darf alles tun, weil er eigentlich ein Kind ist. Kleine Menschen sind bei WWE Kinder und die dürfen, wie eben gesagt, auch bei Hornswoggle damals mit 12-jährigen Schauspielern flirten, Schauspielerinnen flirten. Und das ist natürlich wieder typisch WWE, finde ich wesentlich anstrengender als so ziemlich alles, was bei WWE läuft. Aber das fand ich dann auch zu viel. Erstens, weil eben im Grunde war ja das vollkommen berechtigt von Bordellis, wenn man es mal sagen. Aber ansonsten, dass man irgendwie solche Segmente buckt, um ihn denn deutlich als Heel darzustellen, er wird auch so als Heel wahrgenommen. Ich wollte gerade sagen, das muss man ja gar nicht. Das ist es eben. Ja. Das ist ja wieder total sinnbefreit irgendwie. WWE hält das eigene Publikum für dümmer, als es am Ende ist. Ich glaube auch.
Aber kommen wir doch Ja? Ich würde wirklich jetzt allen Ernstes lieber Bo Dallas als World Champion sehen als John Cena, als Randy Orton, als Kane und wie die ganzen Pfeifen heißen. Das ist mein voller Ernst. Und bei John Cena ist es tatsächlich bei mir schon so, dass John Cena für mich ein Abschaltkriterium ist. Wenn eine Promo von dem kommt, schalte ich eigentlich oder schalte zumindest mein Gehirn ab oder springe vor oder was auch immer. Ja. Weil er sagt nichts Neues und nichts, was John Cena tut, ist etwas Neues und wird irgendwie mal zu etwas Aufregendem führen. Und nee, du hast das neueste Spiel noch nicht mitbekommen, Jens. Du musst sagen, was John Cena jetzt sagt. Du darfst praktisch voraussagen, welcher Satz von John Cena dieses Mal kommt. Das ist wie im in einem Match, wo du sagst, ah, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move. Übrigens habe ich jetzt gesehen, es gibt tatsächlich Videos, die Top 40 Moves der Bellator. So viele gibt's auch von John Cena angeblich, weil er irgendwann mal einen Slam, irgendwann mal eine Clothesline gezeigt hat. Okay. Ja, wenn man beide Bellas zusammennimmt. Vielleicht. Einroller, die verschiedenen Einroller. Boah, da konnte Kelly Kelly bestimmt über 20 von. Ja. Klar. Aber kommen wir doch mal darauf zu sprechen, wo es jetzt für Bo Dallas hingehen könnte. Ja. Geht er steil in den Main Event, bleibt er in der Midcard und vor allen Dingen, gegen wen könnte man ihn stellen? Eigentlich muss es doch zwangsläufig auf eine Fehde mit John Cena hinauslaufen, oder? Oh, das wäre episch. Irgendwann, vielleicht schon. Aber wie gesagt, ich hätte im Moment nicht so ein Problem damit, mit Bo Dallas als Champion. Ich glaube, das könnte ganz unterhaltsam werden. Ich meine, okay, man könnte jetzt diskutieren, ob der Titel dann dadurch nicht runtergezogen wird oder so. Aber ich glaube, dass er sich bei Battleground den Intercontinental-Titel holen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, um dem mal wieder ein bisschen Glanz zu verleihen. Nee, um dem zumindest erstmal eine Storyline zu verleihen. Weil ich glaube, bei NXT hat das ganz gut gepasst mit Bo Dallas als Champion und mit seinen Promos. Und das, ja, genau. Aber das wird ihm mehr bringen als Cesaro oder irgendwas, wo der Titel dann auch, genau wie bei Sheamus, der US-Title im Moment auch nur Beiwerk ist. Der schleppt ihn halt mit rum. Ja, wobei wir auf das Intercontinental-Titelgeschehen ja in der zweiten Runde heute noch ein wenig eingehen wollen, also so viel. Du hast doch gefragt, wo es hingehen wird. Ja, und eigentlich wollte Zack was anderes hören. Wollte ich wissen, wer denn überhaupt im Moment so als potenzieller Gegner für Bo Dallas in Frage kommt, weil da ist da nichts am Horizont zu erkennen, ne? Außer, Damian, dass er jetzt halt Daniel Bryan die ganze Zeit immer mal als inspirational Dingens zur Seite stand. Sandow würde passen. Meinst du? Bo Leaf, dann kannst du endlich diese scheiß Kostüme ausziehen. Ja. Ich glaube, passen würden da mehrere. Würde genauso Ziggler passen oder was ich weiß nicht. Oder Del Rio, ach, Del Rio ist ja hier im Moment. Ich glaube, so eine richtige Storyline wird er jetzt demnächst gar nicht kriegen. Hatte er ja Rusev auch nicht. Hey, das war eine Fehde gegen Big E, eine Storyline. Ja, genau. USA gegen Russland, Jens. Mit den Überpromos. Und gegen Kofi Kingston und der Truth und. Ja, Xavier Woods. Genau, ich vergaß. Und auf lange Sicht, ja, bräuchte er ja schon eine Storyline mit einem passenden Gegner. Ob er sie bekommt. Ich meine, so ein bisschen eine logische Traumpaarung wie bei Rusev mit Jack Swagger gibt's ja halt nicht. Also. Wobei ich das schon interessant finden würde, wenn da auf einmal wirklich so zu einem Sender oder irgendeinem anderen Under oder mit Kader, oh, du musst einfach nur Bo leaven. Schließt sich ihm dann irgendwie an und folgt ihm dann auf Schritt und Tritt, weil er sein Bo-Lieber wird. Du meinst, er sollte auch so ein bisschen jünger um sich scharen? Ja, Bo-Lieber. Könnte er eigentlich mit seinem Bruder fäden, oder? Wäre auch möglich. Irgendwann. Ja, irgendwann. Na gut. Also, er wird Intercontinental Champion, sagt der Jens. Der Hannes möchte ihn gar nicht mehr sehen. Und ich believe einfach, dass er irgendwann John Cena als Nummer 1 der Company ablöst. Nein, Spaß beiseite. Also, ich erfreue mich einfach daran, dass ich das Gimmick aktuell ziemlich unterhaltsam finde, einfach weil es so dermaßen überzeichnet ist und eigentlich eine Karikatur von John Cena darstellt. Und ich hatte dir letzte Woche nach der Aufnahme von The War Review das Video geschickt zur WM. Das war vor dem Spiel USA gegen Gott, ja, Achtelfinale halt, USA gegen wem auch immer USA dann verloren hat. Schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall. Belgien, ja, könnte sein, ja. War ja halt dieses Motivationsvideo der, ja,
Wo er dann grinst und den Daumen in die Höhe streckt. Und aus dem Nichts kommt dann Bo Dallas Bully! Und keine Ahnung, mich bringt das immer wieder zum Schmunzeln. Und wenn man das einigermaßen so umsetzt wie bei NXT, dann glaube ich, wird das zumindest in einem Teil der WWE-Fans durchaus weiterhin Freude bereiten. Gut. Man kann es ja nie allen recht machen. Ja, dann würde ich mal sagen, marschieren wir zu NXT weiter oder TNA? Worauf habt ihr als erstes Lust? Ja, machen wir erstmal WWE. Fertig. Ja, genau. Gut, dann gehen wir zu NXT. Also wir wollten heute so ein wenig darüber schwadronieren, wer bei NXT steht kurz vor dem Aufstieg ins Main-Roster. Wer könnte einer der kommenden Topstars werden? Was bringt NXT der Company eigentlich wirklich? Und was wird zum Beispiel aus Leuten wie... Ja, liebe Leute. NXT, die Entwicklungsliga der WWE. Leute wie die Wyatt Family, Bo Dallas oder auch The Shield kamen daher. Allerdings in den letzten Jahren, also nach der Wyatt Family, muss man sagen, hat es mal abgesehen von Bo Dallas keiner wirklich geschafft, mit seinem NXT-Gimmick in die Main-Shows zu kommen und dort Fuß zu fassen. Emma ging unter, Adam Rose ist auf dem besten Weg unterzugehen. Gut, Rusev, aber das ist jetzt auch nicht schwer, da als böser Russe irgendwie was zu reißen, zumindest kurzfristig. Aber er reißt im Moment. Ja, also. Paige ist vielleicht jetzt gerade auf dem Weg ihrer Rettung, falls da wirklich jetzt ein Heel-Turn kommen sollte und eine große Fehde mit AJ. Aber auch wenn man sich so das allgemeine Roster im Moment von NXT anschaut, sind da wenige Leute und vor allen Dingen Gimmicks dabei, wo man sagt, boah, das funktioniert im Main-Roster und der geht richtig steil. Wollte gerade sagen, also das Problem sind nicht die Leute, das Problem sind die Gimmicks. Wenn ich da den Sami Zayn immer wieder verlieren sehe und also ich war halt in Berlin war das halt auch das unterhaltsamste Match mit ihm, weil er das halt, ist halt einfach eine Granate im Ring. Das Problem ist das Gimmick, er verliert halt nur. Und dass er sich jetzt mit Adrian Neville zusammentut, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt was bringt letztendlich. Ja, bei NXT ist es erstmal vollkommen Wurst. Ja, klar. Ich glaube, das Problem ist ja immer, also jetzt mal, das meiste, was bei NXT passiert, wird ja dann zumindest erstmal im WWE-Roster gelöscht, nur das Gimmick bleibt gleich. Zumindest war es bei den meisten so. Das Ding ist bei Sami Zayn, welches Gimmick hat er denn? Das Verlierer-Gimmick. Ja, nee, aber er was ist seine Charaktereigenschaft? Er ist ein Weltenbummler, der niemals aufgibt, der voller Entschlossenheit da ist, eigentlich selten an sich zweifelt und immer kurz vor dem entscheidenden Stoß nach vorne dann verliert. Klingt nicht unbedingt aufregend, wenn man mich fragt. Das ist das Problem. Ja. Er ist ein wenig kultiviert. Ja, aber mit dem ja, Gimmick, nee, fünf verschiedene Sprachen kannst du mit auch nicht mehr kommen, oder nach Cesaro? Funktioniert auch nicht so wirklich, ne? Ach, wenn die sich da mit den Promos da gegenseitig in fünf Sprachen wegbetteln, dann wäre das doch auch eine nette Sache. Ja. Klar ist das kein Argument dafür, jetzt ins Main Roster zu kommen. Also da muss halt irgendwie mehr her. Ja. Wir können immer durchgehen. Ich habe hier mal das aktuelle Roster. Da wären dann zum Beispiel mal Adrian Neville. Der geht sowas von unter, weil der hat ja absolut kein Charisma. Das hat ist der überhaupt? Kid. Genau, hat der überhaupt ein Gimmick? Also ist der ist doch eigentlich ist der doch nur ein Wrestler letztendlich. Also der hat kein wirkliches Gimmick irgendwo. Er ist Brite. Toll. Ja. Dann der können ist das selber ganz, als Elf mit komischer Aussprache bezeichnet. Ja, sieht aber auch ein bisschen so aus. Ja. Ein großartiger Wrestler, aber er ist so ein prädestinierter Mid-Kader. Und ich glaube, er wird es da nicht leichter haben als Leute wie Tyson Kidd und Justin Gabriel. Er ist halt der typische Cruiserweight von früher, ne? Ja. Und auch nicht Primo und Epico, wie sie alle heißen. Es wird für ihn ab und zu mal einen Run geben und vielleicht auch mal einen Midcard-Titel. Aber das wird es für ihn gewesen sein. Und mit viel Glück wird er der Spot-Monkey à la Evan Bourne, der jedes Jahr einmal für irgendein Multi-Man-World-Title-Match ausgekramt wird.
es geht ja jetzt auch schon darauf da los, dass er auf sein Red Arrow so stark reduziert wird, dass da eigentlich kaum noch irgendein anderer Move irgendwie jetzt sonderlich mit Impact versehen wird oder groß gehypt wird. Da ist was dran, es ja. ist halt diese One-Move-Machine wie Evan Bourne mit seiner Shooting Star Press. Ja, genau. Aiden English und Gott, wie hieß sein Partner? Simon Gotch als Vaudevillain. Simon Gotch, genau. Also großartiges ja. Gimmick, auf aber halt Fall. Auch lediglich maximal Tag Team Division mit Card. Allerdings, okay, ich meine, Tag Teams ja, haben bei WWE keine Zukunft, aber ich glaube, gerade für Aiden English ist das Tag Team in Sicht, also auf lange Sicht für das Main Roster jetzt gesehen, besser als alleine, weil alleine Aiden English 3 Wochen geht danach unter. Hat sich das ausgesungen. Es ist halt ein typisches NXT-Gimmick, ne? Ja, vor allen Dingen, weil er eben Englisch gar nicht hat. Er kann gut singen. Ja. Er ist aber kein herausragender Wrestler. Er hat absolut keinen Look. Keine Ahnung. Er sieht fast noch ein bisschen Cesaro ähnlich, als der noch Haare hatte. Keine Ahnung. Es passt halt mit Gotch im Tag Team mit dem Gimmick, aber das ist auch wirklich gut geeignet dann. Ja, also ich glaube, als Tag-Team wird's ja, aber auf lange Sicht Los Matadores. Ja, muss man abwarten, aber jetzt erstmal, ne? Also als Singles-Wrestler scheidet er auch erstmal aus. Ja, Angelo Dawkins, dazu habe ich gar keine Meinung. Vollkommen. Ja? Angelo Dawkins. Kenne ich nicht. Das ist im Prinzip, also wenn es bei NXT eine Undercard ist, ist er noch drunter. Also der kommt ganz selten irgendwie mal in den Shows so vor, wenn dann halt jobbt er irgendwie ein Match und verliert, aber so, ja. Ist so ein bisschen, naja, ja, könnte man sagen, so ein bisschen Willie Mack-mäßig. Okay. Aber den hat man ja bald auch, also dürfte sich das ja dann erledigt haben. Ja. Ist wirklich absolut austauschbar, keine Ahnung. Baron Corbin, der sollte ja ein neues Gimmick als Biker bekommen. Sind wir ehrlich, das hat schon bei Chuck Palumbo nicht funktioniert. Und auch bei Kurt Hawkins nicht. Auch bei Kurt Hawkins nicht und auch Baron Corbin. Keine Ahnung. Das sind so Leute, die ja auch außerhalb von WWE im Wrestling ein bisschen, also überhaupt gar nicht gewrestelt haben oder noch nie wirklich großartig dort was gerissen haben. Und die jetzt auch für meine Vielfalt, was ich bisher von ihnen kenne, nicht unbedingt sonderlich viel Charisma oder irgendwas mitbringen. Also das sind eher so Leute, die du normalerweise für einzelne Showboxst, um die zu verschoppen an irgendeinem Monster. Aber die muss man ja doch nicht einstellen und bezahlen, oder? Nein, natürlich nicht. Wo ich ja auch bisher relativ enttäuscht bin, wie man Kalisto einsetzt, den man ja als Latin Superstar irgendwie dann doch haben wollte, gehypt hat auch so ein bisschen schon und man liest ja auch immer, er soll der neue Rey Mysterio werden. Aber bisher so in Tag Teams mit Ricardo Rodriguez oder wer war der andere? Sin Cara? Sin Cara. Ich weiß nicht. Da sollte man ihn schon von trennen, weil das sind ja wirklich unterste Undercarder und da sollte man ihm schon ein bisschen eigenen Charakter geben. Er kann ja auch Englisch, dann soll er halt auch mal ein paar Promos halten. Ja. Und Fäden kriegen. Sami Callihan als Solomon Crowe. Man hatte ja zwischendurch dieses Hacker-Gimmick, glaube ich, ne? Was man allerdings ja, nie in die NXT-Shows gebracht hat. Und das hat man ja wohl wieder fallen lassen. Aber das hätte ich so bringen können, glaube ich. Ja. Ich glaube, das wäre echt was richtig Gutes. Vor allem, weil es auch so psychopathisch gewesen wäre, so ein bisschen. Genau, und allein dieser Nebeneffekt, dass du da irgendwie, dass der vielleicht mal irgendwie das Licht in der Halle über sein Tablet ausmacht oder sonst irgendwie so ein Kram, dass halt mal was Unerwartetes oder sowas passiert. Allein sowas, das hätte ja schon mal Abwechslung in die Shows gebracht. Dass man das jetzt einfach fallen lässt, wortlos. Da muss ich immer an William Regal zu seiner Zeit als GM denken. Ich hab jetzt die Schnauze voll, ich mache jetzt hier den Strom aus. Ich glaube, das Problem ist auch einfach ein bisschen, dass du halt bloß eine Stunde Zeit hast im TV und dass du eben dort auch eine Card brauchst. Also du brauchst eben den Main Event und Mid-Card und Undercard und da hast du eben halt dann wirklich auch viele Leute dabei, wo ich nicht glaube, dass die es jemals ins Main Roster schaffen werden. Zum Beispiel eben Bull Dempsey ist auch hier so jemand vom Look her, fast ein zweiter Rusev. Ich sehe nicht, was der sonderlich kann. Was der sonderlich kann, dass der es im Main Roster schaffen kann. Genau wie. Also, ja.
Ich finde eigentlich, also so, bist du jetzt gerade auf der offiziellen WWE-Seite da mit der NXT-Page da? Da sieht er auf dem Bild, sieht er wirklich irgendwie aus wie ein junger Big Show, nur ein bisschen kleiner. Ja. Also wirklich mit diesen langen Haaren auch. Also es ist eine Big Show-Kopie im Prinzip. Ja, dann. Und was? Ja, sonst kommen da noch welche? Was? Ja gut, ich bin ja weiterhin. Viele. Ja, ich weiß, aber jetzt mal so. Jetzt ein paar große Namen. Wir wollen jetzt bestimmt nicht jeden Namen durchgehen, einzeln, oder? Ja, Umweltaktivisten. CJ Parker. CJ Parker, genau. CJ ist eine Wurst. Ich bin ja weiterhin ein Fan vom Beauty Shot. Mir fällt mir der Name gerade nicht ein. Tyler Breeze, genau. Tyler Breeze. Ich finde ihn großartig, aber das ist halt auch ein Gimmick Main Roster von einer kurzen Halbwertszeit. Aber im Ring ist er nicht schlecht. Mit dem richtigen Gegner auf jeden Fall. Ja, sag mal so, wenn er dieses Model-Gimmick ablegt, dann ist er halt der zweite Dolph Ziggler. Ja. Und das durfte schlecht für Dolph Ziggler sein. Ja, vor allen Dingen die Haarfarbe. Mhm. Er hat auch eine Ähnlichkeit von den Gesichtskonturen und von der Statur her mit Ziggler. Ist ja vielleicht nicht ganz so breit. Ziggler ist ein bisschen breiter mittlerweile. Das ist ja aber nichts, was nicht noch kommt. Genau. Aber so ein Model-Gimmick also für mich persönlich könnte sowas funktionieren, wenn es richtig aufgezogen ist. Dann bräuchte er meiner Meinung nach aber auch mindestens ein oder zwei Wallets dabei. Müsste halt auch im Ring ein bisschen besser dargestellt werden. Also mich stört zum Beispiel, dass er, oh, bitte nicht in mein Gesicht, bitte nicht in mein Gesicht. Das funktioniert im Main Roster nicht. Macht ihr Demis jetzt auch. Ja. Wenn Enzo Amore. Colin Cassidy und Enzo Amore. Das kann für die Tag Team Division unterhaltsam sein. SLWFD Soft! Aber Enzo Amore, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, was danach der letzten oder vorletzten NXT-Show veröffentlicht wurde. Also der promotechnisch hat er auf jeden Fall was auf dem Kasten. Ja, aber... Ja, natürlich. Aber als Wrestler... Als Wrestler und vom Gimmick her, er könnte so vielleicht der neue Santino werden. Aber... Ja. Wo wir gerade, ne? Santino, Karriereende. Haben wir jetzt, ja. Aber, ja, ne, Enzo Amore, also ich finde ihn tierisch unterhaltsam. Big Cass sieht mir immer aus wie Edge vom Trailer Park vom Gesicht her so ein bisschen. Ich weiß nicht, der sieht für mich aus ein bisschen wie ein verwahrloster Edge vom Gesicht. Ich sehe aber auch in ihm jetzt kein großartiges Superstar. Nee. Ich meine, das ist ja nichts. Es gibt ja auch Leute, dem man das zu Beginn nicht ansieht und die dann groß durchstarten, aber so jemand müsste sich halt entwickeln, weil auch Colin Cassidy, okay, er ist groß, aber... Er ist nicht rot, er ist kein Gummiboot. Ja, genau. Nicht so prickelnd. Als Team, okay. Corey Graves hat sich ja wohl erledigt. Ja. Dem hätte ich was zugetraut, auch wenn er jetzt schon 1000 Jahre da ist. Der hat so diesen Look und irgendwie so dieses Badass-Aussehen. Ich weiß nicht so. Ja, den wird man, wenn man sich den anguckt, würde man denken, das würde passen eigentlich. Wenn der jetzt nicht so beschissen in Promos gewesen wäre und sich ständig irgendwie verletzt hätte. Aber er hat halt auch so diesen CM Punk-Look, auch von der Statur her. Ja. Und der ist aber kein Wrestler wie CM Punk. Nein. Und auch kein, nicht am Mike wie CM Punk. Und nee, das ist es. Aber der hatte so irgendwie, aber zumindest so den Wiedererkennungswert. Da ist was dran. Ja, dann Cal Bishop, Gavin Dillon, Jason Jordan, alles Chopper, zu nichts zu gebrauchen. Kalisto, wie gesagt, Kalisto, jetzt mal unabhängig davon, wie er jetzt zurzeit bei NXT eingesetzt wird, glaube ich tatsächlich, dass man mit ihm versuchen wird, als neuen Rey Mysterio. Und aber auch, dass in dem Moment, wo Samuel de Sol kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man steckt ihn mit Sin Cara in ein Tag-Team oder Sin Cara ist raus. Ich hoffe auf zweites. Ist ja eh nur Unicorn. Was haltet ihr von Connor und Victor? Ich finde die wirklich gut. Also allein jetzt, ich weiß gar nicht, das weiß glaube ich auch ein Gerücht oder eine beschlossene Sache irgendwie, dass die mal gegen die Wyatts irgendwie was machen sollen, das oder? Das Problem, was ich mittlerweile mit der Ascension habe, ist einfach, dass sie kein richtiges Gimmick mehr haben. Oder auch noch nie hatten. Also sie haben diesen dunklen Hauch, aber irgendwie fehlt mir da so die klare Definition eines Gimmicks. Das ist auch jetzt, was mich jetzt so bei Kane mittlerweile... Das ist kein Gimmick mehr für die heutige Zeit. Okay, schön und gut. Als Demon oder der jetzt mit Höllenfeuer, klar, aber wo wäre das Problem? Zum Beispiel jetzt die beiden als Satanisten irgendwie die Satan anbeten, auch so ein Kult um sich scharen mit der Ascension. Das kannst du auch in der heutigen Zeit noch bringen. Satanisten ziehen immer irgendwie als Zielfraktion. Wenn die dann auch
hier die Leute verfluchen in Promos, so dunklen Hauch da abgeben und so. Das kann immer noch funktionieren. Man muss halt nur ein bisschen der heutigen Zeit anpassen, aber letztendlich sind es einfach nur zwei Typen, die komische Kontaktlinsen tragen und dunkle Mucke haben. Aber sie halten kaum Promos irgendwie, wo sie jetzt ein spezielles Gimmick formulieren. Sie haben meiner Meinung nach auch kein spezielles Gimmick, außer dass sie halt irgendwie dunkel angehaucht sind. Ja, aber das kann ja auch im Main-Roster dann letztendlich irgendwie auch noch kommen. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Leute im Main-Roster vorstellt. Weil das letztendlich die Marks, die haben von NXT, die meisten gucken es ja gar nicht. Die haben davon keinen Plan letztendlich. Und wenn du die wirklich mit Impact in die Hauptshows bringst, dann aber kann das auf jeden Fall funktionieren. Für mich brauchen die so ein Sprachrohr, irgendwie so ein, was weiß ich denn, auch so ein Messias, Father James Mitchell-Style, der dann als oberster Satanist-Prediger irgendwie seine beiden Jünger dann da auflässt, um die Botschaften des Teufels zu verbreiten, was weiß ich. Nur die beiden kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, wie man die auch dann halt in einem Gimmick im Main-Roster debütieren lassen will. Jens? Tja. Ich war ein großer Fan der alten Extension. Ja, angefangen beim Stable, noch bei FCW. Im Laufe der Jahre ist, keine Ahnung, meine Begeisterung deutlich gesunken. Zugegebenermaßen sind sie ein echtes Tag-Team, was auch als solches wahrzunehmen ist und auch eigene Tag-Team-Moves hat. Ja, ich glaube, es wird einigermaßen als Tag-Team funktionieren, aber Tag-Teams bei WWE haben nun mal einen gewissen Haltwert. Zeit nur und aber bringen sie werden Tag Team Champions werden, aber was heißt das schon? Ja, aber bringen was die beiden das, es geht doch am Ende nur darum, uns zu unterhalten als Fans, also Jens. Ja, genau. Sie werden nicht zu den zweiten Usos, die Woche für Woche darauf überzeugen, dass sie großartige Matches zeigen, da bin ich mir sicher. Sie werden weil dafür sind beide Sport nicht gut genug. Ja. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Bei NXT wirken sie relativ groß. So groß sind sie ja eigentlich gar nicht. Doch, Conor O'Brien, also der wirkt auf jeden Fall wie ein richtiges Tier. Der ist 1,95. Aber breit, ne, mittlerweile, oder? Ja, gut. Ja, okay, ja. Viele bei NXT sind heute wirklich klein und schmal, ne? Weil ich denke mir immer, wenn ich den sehe, boah, ist das ein Biest, dass der eigentlich nicht mal so einen Monster-Push kriegt, ne, aber so 1,95, ja. Mhm. Dann kommt es halt drauf an, ich traue zu, dass man dann über kurz oder lang die beiden trennen wird und dass man da auch ein Einzel-One geben wird und dadurch, dass eben, wie du schon sagtest, O'Brien durchaus den gewissen Look hat, auf dem Winnie und Hunter abgehen, traue ich zu, dass man es versuchen wird, aber ich bin skeptisch, dass einer von den beiden über kurz oder lang in den Main-Event aufsteigen wird. Zumal, man muss dazu sagen, die sind, also Conor O'Brien ist 34 und Rick Victor ist 33. Also für mich müssen sie auch nur als Tag Team da sein und funktionieren. Ja, aber wie gesagt, mir fehlt da irgendwie die spezielle Ausprägung des Gimmicks. Also man hat viel Potenzial, aber bisher bei NXT hat man zumindest seit dieser Verkleinerung erst auf zwei Leute und dann halt der Umpositionierung von Kenneth Cameron bzw. Bram auf Victor irgendwas. Jetzt heißt er nur noch Victor. Ja. Versäumt irgendwie das Gimmick wieder stärker auszuprägen. Also so ein Messias-Manager irgendwie, der da über Teufelsanbetung oder den Judas spricht. Also hätte irgendwie was. So Father James Mitchell könnte ich mir in so einer Rolle bei Ascension super vorstellen. Falls den meisten der Name ein Begriff ist. Damals der Manager von Abyss zum Beispiel. Ja, ja. Abwarten, also, ja. Ja, jetzt haben wir so die durch, die im Moment da sind, aber nächste was ist Generation. Denn, was ist denn mit dem Hype? Der Hype. Genau, Hype. Den haben wir ignoriert. Ganz bewusst ignoriert, weil Mojo Rawley ist scheiße. Ich wollte es nur hören. Hat ein scheiß Gimmick, hat ein scheiß Wrestling-Skill und hat einen beschissenen Finisher. Er ist nicht Earthquake, er ist nicht Yokozuna. Er ist ein Footballspieler, der sich auf seinen Gegner draufsetzt. Er ist scheiße. Aber wart's mal ab, der kommt irgendwann ins Main-Roster und kommt dadurch over. Weil viele Casual-Fans am Ende einen vollkommen anderen Geschmack haben und gar nicht sehen, wie nervig das ist. You know what? This is bullshit. Ja.
Ich meine, ich glaube auch nicht dran, aber ne, schon die berühmten Pferde vor der Apotheke. Das hatte man bei Skip Sheffield damals auch immer gesagt, niemand konnte es glauben und irgendwann hat man es tatsächlich gemacht. Und hat ihn als Ryback versucht, krampfhaft. Und es hat funktioniert, bei Helen in the Cell hat es funktioniert. Und es war wirklich, sagt man heute noch, dass Ryback einer der wenigen war, außerhalb des Main Events. Also außer jetzt John Cena in dem Sinne oder The Rock, der wirklich dafür gesorgt hat, dass der wirklich Pay-Per-View-Buys gezogen hat. Derjenige war Ryback damals gegen CM Punk. Das Problem war halt, er hat verloren und damit war es zu Ende. ja. Von daher. Dings haben wir noch, oder? Sylvester Lefort und Marco Louis. Also Sylvester Lefort finde ich als Manager zutiefst unterhaltsam. Aber das ist so irgendwie so 3MB-Style, glaube ich, fürs Main-Roster. Könnte unterhaltsam in der Undercard werden, aber... Ja, Enzo Amore und Colin Cassidy in Französisch, würde ich mal behaupten. Ja. Auch keine... ich meine, man muss abwarten, wie Marco Louis, ich kann auch nicht, von denen noch nicht viel gesehen. Aber als Team, jetzt mit dem Gimmick, auch nicht unbedingt so. Aber die nächste Generation ist ja irgendwie schon auf dem Weg. Man möchte, glaube ich, in diesem oder im nächsten Monat Kenta groß vorstellen in Japan. Ja. Ob das jetzt dann, geht er sofort durch ins Main Roster? Schwierig, ne? Kann der Englisch? Kann Kenta Englisch? Der war ja schon mal in Amerika ein paar Mal. Ja, ich glaube nicht. Es ist, Okada kann auch nicht mal Englisch. Der war eine Weile bei TNA. Ja, Der kann offenbar kein Wort. Sonst hätte er bei Ring of Honor irgendwann mal auf Englisch was gesagt, oder? Ja gut, dann bräuchte man vermutlich auf jeden Fall mal einen Manager. Weil nur durchs Wrestling, ganz ohne Proms, kannst du dich ja bei WWE nicht definieren. Selbst hat ja auch Sin Cara gezeigt. Ich gehe davon aus, dass man Kenta holt und ihn ein paar Monate zu NXT schickt, aber ihn gar nicht in den TV-Shows einsetzt. Was auch sehr klug wäre. Nicht. Ja. Dann haben wir natürlich noch den Willie Mack, der wohl auf dem Weg ist. Und ja. Ja, Kevin Steen. Kevin Steen bringt alles mit, außer den Look. Dem Look, genau. Er hat Plauze, er ist nicht so sonderlich groß, aber er kann reden, er kann sprechen, er kann schreien, er kann wrestlen. Ich meine, der Typ ist großartig. Natürlich. Er ist nicht sonderlich groß, muss man ja relativieren. Er ist breit und er ist knapp über 1,80 und damit nicht viel kleiner als John Cena. Ja gut. Es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass du nur... Luke Harper ist knapp 2 Meter und er wirkt wie, keine Ahnung, wie ein absoluter Riese. 3,50 Meter. Ja. Und es ist ja nicht mehr ganz so, aber Steen ist halt, glaub, vom Look jemand, wo du glaubst, so Kneipensteger-Look. Ja, er muss sich ein bisschen anpassen und ich könnte mir, also eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man aus diesem Kerl nichts machen kann. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass WWE da immer wieder die Pistole auf die Brust setzt und er sich da wöchentlich auf die Waage begeben muss, um zu gucken, boah, er hat auch bloß keinen Pfund zugenommen und... Ja, wichtiger ist eben halt, wie gesagt, eigentlich, dass er... vor allen Dingen ja auch seine Interaktivität mit den Fans, die macht ihn ja teilweise auch aus. Ja. Ja, komm. Wenn er ein 30-Minuten-Match gehen kann, dann was soll das? Das kann er auch in den Indies, also das wird er können. Ja, eben. Und nur es war ja schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das damals besprochen hat, aber da ging es um die Tryouts, da war Meltzer und da war irgendjemand zu Gast und die haben drüber sich unterhalten, wie eben bei den Tryouts jetzt in den ersten Tagen nur Fitness gepaukt wird. Und weil die Leute fit sein müssen und wo dann Leute wie Kevin Steen, die oder auch Chris Hero, die eben 30, 60 Minuten Matches gezeigt haben, die sind fit. Oder zumindest können die über so einen langen Zeitraum Matches bestreiten. Und wenn du jetzt dort einen Randy Orton und einen Batista reinstellen würdest, die würden das wahrscheinlich, diese Fitness-Tests, überhaupt gar nicht bestehen. Weil es ist ein Unterschied, Muskeln zu haben oder wirklich fit zu sein. Fit zu sein, dass du Ausdauer hast. Ausdauer und Muskeln sind natürlich nun mal zwei verschiedene Sachen. Cesaro ist fit. So. Ja, Cesaro ist fit. Ja, klar. Der ist halt auch nicht so ein Muskelberg. Der hat halt einfach, seine Muskeln sind, die funktionieren. Das ist nicht wie bei Ryback so ein aufgepumptes Luftgedöns. Das ist einfach wirklich Muskelmasse, was er da hat. Und das verstehen ja viele nicht. Wie Tim Taylor es damals zu sagen pflegte, er hat Power. Also ich glaube, mit Steen wird man es probieren. Kenta bin ich skeptisch, weil er eben, ja, vielleicht will man doch wirklich mal so Del Rio-like, bloß eben ohne
und englische Promos vielleicht wirklich mal mit einem Japaner probieren. Wer weiß. Man könnte ihm ja auch einen Manager zur Seite stellen. Das sollte ja jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Da wird sich ja wohl irgendjemand finden lassen. Ja, wenn man das möchte, klar kann man das. Notfalls holt man Tajiri zurück. Ja. Aber Prince David. Genau, den haben wir ja auch noch. Da ist man ja immer noch so in der Schwebe, ja, ne? Also. Ne, ich glaube schon, der wird zusammen mit Kenta und Steam dann im August anfangen. Bin ich mir relativ sicher. Also, ja, ich glaube, er nimmt keine Bookings mehr an. Im August. Von daher. Gut. Also, wir sind aber weiterhin der Erkenntnis, dass NXT, beziehungsweise Leute, die regelmäßig schon bei NXT mit einem Gimmick auftreten, nicht sonderlich förderlich so fürs Main Roster ist, ne? Dieses NXT, wie wir es gerade haben. NXT, die Shows an sich sind gut und sind wirklich sehr, sehr unterhaltsam und in vielen Fällen sogar besser als die Main Shows. Aber man wird es schwer haben, von den Leuten, wenn man sie so ins Main Roster bringt, irgendwelche wirklichen Stars zu kreieren. Mit Kader ja, Undercarder mit Sicherheit, irgendwas, was in der Uppercard ist, wird man schwer haben. In Sami Zayn sehe ich noch alles Potenzial dieser Welt, aber da muss man noch ein bisschen feinjustieren. Und sicherlich hat man noch Leute wie Priest und wie, keine Ahnung, wer dann noch, Ascension, die man vielleicht dahin bringen kann, aber nicht so, wie es im Moment dargestellt wird. Aber die Diven haben wir jetzt komplett rausgelassen, die da jetzt. Sollte man vielleicht, ne, auch mal erwähnen. Bei den Diven sieht es dann meiner Meinung nach schon ganz anders aus. Das ist nämlich, also, was da teilweise für Matches abgefeiert werden, also ich. Ja, okay, die Matches werden sie im Main Roster auch nicht zeigen dürfen. Ja, letztendlich weiß man aber, dass das einfach welche sind, die es können. Und da ist im Moment, ja, ich meine, was hat die WWE im Moment wirklich an Diven, die was können? Paige und AJ. Paige ist im Moment von der Darstellung her eine Katastrophe. Und AJ, ja, es sind zwei Diven, die im Moment im Main Roster wirklich was drauf haben. Ja, ich meine, okay, ich meine, bei Charlotte bin ich mir sicher. Allein wegen dem Namen. Du hast ja schon bei Emma gesehen, wie sowas schiefgehen kann. Die Gefahr sehe ich zum Beispiel auch bei Bailey. Dass sowas ganz schnell auch schiefgehen kann, wenn man es nicht ordentlich aufbaut. Ich meine, aber grundsätzlich hat man gute Wrestlerinnen und Wrestlerinnen, die irgendwie so das gewisse Etwas haben, um es im Main Roster zu schaffen, also Alexa Bliss durchaus auch, die ist nur nicht unbedingt eine großartige Wrestlerin, aber ich glaube, im Gegensatz zu den mittelmäßig bis miesen Wrestlerinnen im Main Roster, wie, keine Ahnung, Alicia Fox, Rosa Mendes und wie die alle heißen und Naomi und Cameron, hat Alexa Bliss tatsächlich so vielleicht so das gewisse Etwas, um es auch als Non-Wrestlerin zu schaffen, wie eben, keine Ahnung, vorher zum Beispiel Kelly Kelly. Ja, da sehe ich immer noch Chancen, dass man einige von den Dieben durchaus gleich ins Main Roster bringen kann und damit Erfolg hat. Hallo? Ich glaube, Zack hat sich verabschiedet. Das wäre aber ziemlich schlecht, weil er aufnimmt. Ich okay. Höre euch, okay. Das aber ist schon wir dich nicht, also wir nehmen einfach mal an, du bist gerade im Moment verhindert. Ja, wollen wir weitermachen in den Themen oder wollen wir jetzt... dann sollten wir noch ein bisschen bei NXT verbleiben, solange bis der Sechste wieder da ist. Also ich finde halt auch, dass die Pay-Per-Views immer gut waren. Also die Takeover und was war das doch? Ja. Takeover und Arrival. Also Arrival und Takeover. Genau, das war halt, also das war wirklich, da habe ich wirklich mal ein Pay-Per-View geguckt und habe mich durchweg unterhalten gefühlt. Was einfach auch, letztendlich sind die Matches bei NXT halt auch immer gut. Da gibt's halt also irgendwie... Die Main-Mits, das ist ja. Ja, genau. Aber es ist halt nie irgendwas wirklich schlecht. Also das ist auch nie. Also es ist immer eine unterhaltsame Show und das ist eigentlich, ist das ja das, was beim Wrestling auch zählt. Dass ja. Es alles unterhaltsam ist und das ist NXT einfach. Kann man auch nur jedem empfehlen, wer es bisher noch nicht getan hat, reinzuschauen. Natürlich, du hast bei den NXT Pay-Per-Views oder Special Events auch immer Undercard-Matches, die nicht so toll sind oder die nicht großartig aufgebaut sind, aber dadurch, dass es eine 2-Stunden-Show ist und du 3 Main-Events hast und diese 3 Main-Events bekommen alle 15 bis 20 Minuten Zeit. Fällt das nicht auf?
Und werden vor allem fällt das nicht auf. Es ist dann ein Main Event. Ja, eben. Genau. Und das ist dann relativ schnell vorbei, die ganzen Zwischensequenzen, und es stört dann nicht. Also man, und zumindest kommt es mir so vor. Also, aber es ist natürlich auf 3 Stunden gestreckt, dann sähe das wahrscheinlich schon auch wieder alles ganz anders aus. Ich finde, 2 Stunden ist für eine Wrestling-Show eigentlich so perfekt, weil letztendlich kannst du den Main Events genügend Zeit geben. Du kannst neue Leute irgendwie auf die Karte bringen, und 3 Stunden, ich meine, wir sind uns da ja alle einig, dass es die WWE da mit Raw mächtig verkackt hat. Ja. Ja. Aber was tut man nicht alles für mehr Geld? Genau. Richtig. Ich entschuldige mich für die kurze Abwesenheit. Ich habe aus Versehen mein Mikro rausgezogen. Ups. Ich dachte zwischenzeitlich schon, dass ich nur noch alleine da bin. Nein. Ich muss da irgendwie gerade mit einer Bewegung an den Stecker gekommen sein, weil das Kabel ein wenig lang ist und ich da ab und zu mit meinem Schreibtischstuhl drauf rumfahre. Aber gut, gehen wir zum nächsten Thema über für heute, das letzte in dieser kleinen Runde. TNA. Ja, lange Jahre war ich Fan von TNA. Ich habe diese kultige, trashige, kleine Liga geliebt, den sechseckigen Ring, eine hohe und sehr, sehr konkurrenzfähige Midcard. Leute wie Sharkboy, Curryman, früher, die ja einfach tierisch unterhaltsam waren, eine starke Tag-Team-Division. Wir hatten eine überragende Knockouts-Division, die X-Division mit Leuten damals wie Joe, Loki, Arias, jetzt AJ und wie sie alle hießen, Daniels natürlich sowieso, Kazarian und Gott weiß ich noch alles, Sanjay Dutt, Jay Lethal und ja. Dann kamen Veränderungen, dann kam Hulk Hogan, Eric Bischoff. Dann gingen Hulk Hogan, Eric Bischoff. Man zeigte jedes Jahr irgendeine beschissene Storyline zur Übernahme der Company von irgendwelchen Stables. Dann wurde Bobby Lashley World Champion und jetzt ist der sechseckige Ring wieder da. Man nimmt in New York City auf. Alles soll besser werden. Dixie Carter ist aus den Shows. Aber trotzdem habe ich bei TNA so das Gefühl, die Liga ist tot. Man weiß, dass man den Vertrag irgendwie bei Spike TV nicht verlängert bekommt und man bookt jetzt irgendwie so, als wäre es jetzt eh alles egal. Also, ich weiß gar nicht, wo man richtig anfangen soll. Eigentlich hätte doch irgendwann im Laufe dieser Jahre mal jemand zu Dixie Carter gehen müssen und sagen: You're full of shit is what you are. Aber irgendwie, das, ne? Das Problem ist einfach, dass schon seit Jahren und schon seit vielen Jahren heißt es immer, dass Dixie Carter eine nette Person ist. Aber spätestens nachdem sie sich jetzt im letzten und in diesem Jahr so in den Mittelgrund gerückt hat, selbst wenn sie jetzt durch den Tisch geflogen ist, das rechnet man ja an, ist auch okay, aber hätte man diese Storyline gar nicht gestartet, hätte man sich das auch kneifen können. Ja. Das fing ja eigentlich schon die ganze Scheiße mit Claire Lynch dann diese AJ-Storyline hinterher mit Magnus als Champion und diesem ganzen Bullshit, der sich jetzt mindestens ein Dreivierteljahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr oder noch länger gezogen hat. Wo sie wirklich die ganze Zeit über sowas von omnipräsent war, jede Show gefühlte 1 Milliarde Minuten gequatscht hat und ich einen Hass auf sie hatte, den ich nicht mal auf Stephanie McMahon oder John Cena hatte. Ja, das Ding ist, sie ist eine nette Person, sie hat aber überhaupt gar keinen Plan von dem, was sie tut im Wrestling-Business, weil sie davon keinen Schimmer hat. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, seitdem Hogan und Bischof weg sind, ist es erst so richtig schlimm geworden. Das ist auch mein voller Ernst, denn 2012, als ich wirklich einen richtigen WWE-Hänger hatte und wirklich auch 4 Monate eigentlich im Grunde kein WWE mehr geguckt habe, nicht mal mehr Pay-Per-Views, das war, glaube ich, vom SummerSlam bis zum Rumble 2013, weil für mich 2012 ein ganz, ganz schlimmes WWE-Jahr war, also wirklich auch ein ganz, ganz mieses und absolut grottiges, da war ich der Meinung, dass TNA wirklich um Welten besser ist, als WWE war, gerade mit Austin Aries und so weiter und so fort. Und 2013, spätestens seit Bound for Glory, finde ich eigentlich im Grunde nichts mehr wirklich Gutes an dieser Promotion. Nichts, was dort passiert, macht wirklich Sinn. Die Matches, gerade die Weeklies, sind absolut grauenhaft und sind übrigens auch jetzt noch absolut grauenhaft. Ich habe es nicht gesehen, aber nur von der
von dem Timing, vom Tempo, vom Aufbau der Shows, um das mal zu verdeutlichen, die Show beginnt mit einer Promo, geht weiter mit einer Backstage-Promo, geht weiter mit einer Backstage-Promo, dann kommt ein Match. Dann kommt eine Backstage-Promo, dann kommt wieder eine Promo, dann kommt ein Match. Dann kommt eine Backstage-Promo, eine In-Ring-Promo, eine Backstage-Promo, ein Match. Also soll heißen, es wird im Grunde nur gelabert. Und daran hat sich zumindest in den Tappings in Philadelphia, in Pennsylvania meine ich, war ja nicht Bethlehem oder so. Ne? So, ja, in Bethlehem. Hat sich nichts geändert. Ich bin jetzt gespannt, wie das in New York wird. Fakt ist, man hat längere Backstage-Brawls als Matches. Man versucht zwar Konstanz reinzubringen und irgendwie was zu zeigen und irgendwie anders zu sein, aber keine Ahnung, ich glaube, die Leute, die jetzt da sind, haben wirklich überhaupt gar keinen Schimmer. Und noch wesentlich weniger Schimmer als Bischof und Hogan. Und man muss ja auch sagen... Vor allen Dingen, Bully Ray scheint ja jetzt auch sehr viel Einfluss zu haben. Das kann meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gut sein. So gut er seine Rolle auch spielt. Er ist halt auch irgendwie ein ECW-Guy und hat auch immer versucht, in den vergangenen Jahren sich selbst am meisten overzubringen. Schon 2005 bis 2010 rum, vor dieser ganzen Hogan-Bischof-Ära. Und wie gesagt, auch die Rückkehr zum sechsseitigen Ring. Ich habe im Moment das Gefühl, man weiß oder ist zumindest sich ziemlich bewusst, dass es mit Spike zu Ende sein könnte. Und denkt sich, ach scheiß drauf, dann geben wir jetzt einfach den Fans, was sie wollen. Und wenn es am Ende nicht funktioniert und wir kriegen den neuen TV-Vertrag nicht oder so, dann können wir wenigstens sagen, hey, ihr wolltet es, ihr habt es und es funktioniert nicht. Ja, vor allem, zumal es nicht so einfach ist. Man kann nicht einfach sagen, man 2010 sagt man, wir ändern alles und wir geben unsere Identität auf und lassen Bischof und Hogan einfach. Es ist ja heute wird so WCW und so auch immer ein bisschen glorifiziert. Fakt ist, WCW furchtbar. Einige Experten haben schon gesagt, dass das NWO-Engel, spätestens die Outsiders, dass das der Anfang vom Ende von WCW war. Mich hätte das in der heutigen Zeit sogar wirklich auch angekotzt. Ich weiß, ja. Uwe wird wahrscheinlich jetzt gerade an die Decke gehen, aber wenn du das in der heutigen Zeit gebracht hättest, das wäre mir eindeutig zu viel Heel-Dominanz und Woche für Woche das Gleiche gewesen. Ja, Jahre eigentlich. Ja. Ja. Ja, gut, aber damals hattest du nur eine oder maximal zwei Shows. Weil damals hat man eben mit vielen Sachen gebrochen. Man hat damit gebrochen, dass Heels Heels sein sollen. Auf einmal waren die Heels die Coolen und die Faces waren die Idioten. Das kann man ja durchaus WCW immer machen, aber halt ja, na klar. Ganze komplette Promotion durch, ne? WCW hat keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen. Dann hatte man zwei NWO-Stables. Also ich glaube, 98 haben schon, obwohl es noch gut lief, haben schon alle gesagt, dass das mit WCW oder die Experten gesagt, dass es mit WCW nicht mehr lange geht und dass die keinen Schimmer haben, was sie eigentlich machen, dass das nichts mehr mit einer wirklichen Wrestling-Show zu tun hat, sondern dass sie einfach nur Chaos bucken, dann diese, als Vince Russo an die Macht kam, wo er dann in den Shows Kayfabe gebrochen hat, soll heißen, die Leute haben in die Kameras mehr oder weniger gesagt, es gab ja selbst das Segment, wo ich glaube, Scott Steiner noch mehr war, haben sich den Matchausgang ausgemacht. Also du als Fan hast gesehen, dass die beiden sich den Matchausgang ausgemacht haben und dann rausgegangen sind. Und dort hat dann, glaube ich, einer von den beiden gegen das Skript verstoßen. Das war eine Bischofs-Storyline. Und ich glaube, die WCW hat dann gerade in den letzten 2-3 Jahren dem Wrestling-Business mehr geschadet als irgendwas anderes, was jemals passiert ist. Wahrscheinlich mehr als irgendein Montreal's Blue Shop oder weiß ich was nicht. Und keine Ahnung, TNA hat das dann stellenweise versucht, gerade mit Hogan und Bischof, an diese Zeit anzuknüpfen, was ja eigentlich schon gar nicht klug sein kann. Und du hast dann viele Fans, die Fans des sechsseitigen Ring waren und der X-Division und so, die sind doch mittlerweile gar nicht mehr da. Soll heißen, diese Verwandlung zurück zum sechsseitigen Ring wird dir nicht viel helfen, weil du hast doch dann immer noch, keine Ahnung, die Wolves werden dann immer noch beschissen eingesetzt und du siehst dann immer noch Matches von, keine Ahnung, Crazy Steve gegen bla bla bla. Der sechsseitige Ring alleine macht's doch nicht aus. Nein, du musst wirklich dahin zurück, wo du angefangen bist. Du musst dich vor allen Dingen aufs Wrestling konzentrieren. Du musst anders sein. Natürlich, du darfst auch ein bisschen trashig sein. Sagt ja auch, dafür war TNA ja auch bekannt. Ich finde das auch durchaus gar nicht schlimm, wenn man das halt wirklich dann so aufzieht in der Midcard. Aber man muss dich... so eine Scheiße. Ich bin mal eben weg. Nein, Spaß. Ja. Man muss sich halt durchs Wrestling definieren und das mit
einfachen Storylines. Es muss ja gar nicht immer so ganz komplex sein. Es muss ja nicht immer neu sein, aber es muss gut durchdacht sein. Man muss es halt wirklich auch von Anfang bis zum Ende durchziehen und logisch booken. Und vor allen Dingen, du darfst keine Leute da in irgendwelche Positionen booken, wo du denkst, weil die wollten wirklich MVP den World Title geben. Hat nicht funktioniert. Was machen sie? Sie geben ihn Bobby Lashley. Also. Die eigentliche Ironie ist jetzt, darf Bobby Lashley jedes Match clean gewinnen? Ja. Das hat man ein halbes Jahr mit Magnus nicht gemacht. Er ist jetzt der Heel, der alles clean gewinnen darf. Das ist ja, wirklich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also sorry. Natürlich könnte man jetzt sagen, erst wollten wir, dass Magnus alles clean gewinnt und jetzt haben sie einen Heel-Champion, der alles clean gewinnt. Ja, aber hallo, Bobby Lashley. Magnus hatte das Potenzial, der Topstar von TNA zu werden, auf Jahre hin, weil der ist Mitte 20. Ich hab, also jetzt muss ich mal auch mal, ich habe jetzt irgendwie schon wieder 10 Minuten nichts gesagt, weil ich das auch alles irgendwie nicht so wirklich gucke. Ich lese aber die Showberichte und der Einzige, der da wirklich rausgestochen ist, war Magnus. Und jetzt sehe ich, dass Bobby Lashley Champion wird. Da ist mir irgendwie auch klar, warum das da alles den Bach runtergeht. Also es gibt so viele Beispiele. Also wie gesagt, Storylines, die wirklich null Sinn machen, die zum Beispiel Nehmen wir doch mal die Claire Lynch Storyline. Ja, im Nachhinein hat ja die sogar noch Sinn gemacht. Ja, aber wie beschissen war das denn? Erst hieß es auf einmal, AJ hätte was mit Dixie, dann hatte AJ irgendwas mit Claire Lynch, dann war sie schwanger, dann war sie eigentlich nur eine Betrügerin, die AJ hinters Licht führen sollte und... Das sind auch so die vielen kleinen Dinge. Zum Beispiel... War es vor kurzem so, dass als noch Eric Young Champion war und MVP noch auf der Face-Seite, wollte irgendjemand ein Titelmatch. Und da hat MVP gesagt, der die Macht hatte zu diesem Zeitpunkt schon, dass er das nicht festlegen darf. Auf der anderen Seite durfte das auch Dixie Carter nicht festlegen. Und im nächsten Segment kommt dann jemand, ich glaube, es war Kenny King oder so, der sich selber ein Match bookt. Und dann kommt auf einmal jetzt Kurt Angle, dann hast du zwischendurch noch das Board of Directors und... Also im Grunde war es so, dass die Personen, die was zu sagen hatten, durften nicht festlegen, wer ein Match bekommt, aber die Wrestler selber durften es. Und Ethan Carter hatte eine Zeit lang, Magnus hat eine Zeit lang Abyss angestellt als sein Bodyguard. Und solange wie er Bodyguard war, durfte Abyss Matches bestreiten. Und als Magnus dann Abyss gefeuert hat, durfte Abyss das nicht mehr. Und da kam MVP raus und hat gesagt, ich gucke mich immer so an, was du machst und dann gebe ich dir vielleicht einen Vertrag. Soll im Grunde MVP als mächtiger Mann hat zugelassen, dass der Bodyguard von Magnus Matches bestritten hat. Und das sind so kleine Dinge, wo ich auch nicht verstehe, warum das die TNA-Fans nicht merken. Warum sie sich nicht vollkommen verarscht vorkommen. Ich sag mal Sam Shaw. Ja. Weißt du Bescheid? Ja. Und das quasi von einem Segment aufs nächste Segment vergessen ist, was passiert. Oder du hast, ich glaube, es gab mal irgendeine Show vor ein paar Wochen, ich habe schon seit ein paar Wochen nicht mehr regelmäßig TNA geguckt, schon seit einer Weile nicht mehr. Aber da gab es wohl eine Show, wo dann quasi in jedes Segment endete mit dem Brawl. Das heißt, die Leute haben überhaupt gar keinen Plan, was man macht. Und ich verstehe nicht, wie man das unterhaltsam finden kann. Wenn nichts mehr, was passiert, Sinn ergibt, wenn man mal ein zweites Mal drüber nachdenkt. Und das ist und wie gesagt, das ist ja nicht mal, dass du sagen kannst, du hast gutes Wrestling. Die meisten Matches gehen 4 oder 5 Minuten. Ja, aber was meinst du denn? Oder ihr beide, besser gesagt. Wie geht's mit TNA weiter? Haben die noch eine Chance zu überleben? Wird der Vertrag mit Spike TV verlängert und wird sich jetzt nach den New York Tapings alles zum Besseren wenden? Also wie gesagt, ich verfolge das nicht so intensiv. Ich gucke ab und zu mal in die Showberichte rein, hiermit auch mein Beileid an alle, die die Dinger schreiben. Aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum Spike TV da weiter Geld reinstecken sollte. Also wir haben ja noch die besten Ratings auf Spike. Die besten sind es schon nicht mehr. Wiederholungen von einer uralten Serie hat regelmäßig mittlerweile mehr Zuschauer. Ja, also wenn ich das so höre und auch euch jetzt so über TNA, das ist ja, die müssen ja auch wirtschaftlich denken irgendwo, das macht doch alles keinen Sinn. Ja, für TNA ist es, um das jetzt mal zu erklären, es ist wohl so, dass TNA möchte eine Wrestling-Show haben, um eben ein gewisses Publikum anzuziehen und TNA garantiert Spike TV um die 1 Million Zuschauer.
manche mehr, manche ein bisschen weniger. Und dort kann man dann Werbung machen für Bellator und für Glory. Also Bellator ist die MMA-Promotion von Spike oder von Viacom oder Viacom. Und Glory ist die Kickbox-Promotion, die ebenfalls dort beheimatet ist. Und dort kann man Werbung, also Crossover-Werbung. Man kann für die Promotions, die für TNA tatsächlich wichtig sind, und das ist wahrscheinlich tatsächlich Bellator und Glory eher als TNA, kann man dort Werbung machen, vor einem relativ breiten Publikum für Spike-TV-Verhältnisse. Und wenn TNA jetzt halt der Meinung ist, es lohnt sich, das Geld in TNA zu investieren, um weiter diese 1 Million Zuschauer zu haben und dort Werbung machen zu können, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die verlängern werden. Aber die andere Seite, wenn natürlich jetzt TNA sagt, okay, das Spike dir sagt, okay, das, was wir dort sehen, ist ziemlicher peinlicher Scheißdreck und wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, dann hat TNA ein Problem. Aber bisher hat Spike nicht gestört und ich kann mir durchaus vorstellen, ja, also TNA soll wohl kurz davor sein, einen neuen Deal in England bekannt zu geben. Also irgendwie muss man sich ja relativ sicher sein, dass es weitergeht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, man tät ja im August, Anfang August, 5. bis 8. glaube ich, ne, die nächsten ja. Shows, bis einschließlich der Ausgabe vor Bound for Glory. Und vorher läuft ja der Vertrag schon aus. Bound for Glory ist aber auch in Japan. Muss also, wird ähnlich live ausgestrahlt und muss damit noch nicht mal pünktlich ausgestrahlt werden, eigentlich als Pay-Per-View, ne? Theoretisch. Das Ding ist einfach, es ist wohl wirklich so, dass ob du eine Weekly aufzeichnest oder nicht, ist scheißegal. Bei Pay-Per-Views macht es einen Unterschied. Also getapte Pay-Per-Views. Aber keine Produktionskosten mehr. Ja, aber wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Sau. Also im Grunde ist das ein Eingeständnis, dass die Pay-Per-Views kein Mensch kauft. Ja, denn welcher bei Verstand würde denn seine größte Show, egal ob das jetzt Ring of Honor ist oder irgendjemand anders, in Japan oder in fremden Land stattfinden lassen und dort dann noch mit Leuten, mit Wrestlern, die hierzulande kein Mensch kennt? Ja, das, die, deswegen, in Wrestle One Kenner kennt keine Sau in den. Ja, deswegen meine ich ja, dass man irgendwie bei TNA schon eine Vorahnung hat, es könnte zu Ende sein oder es ist zumindest sehr, sehr unsicher, dass man jetzt einfach Scheiß sagt. Ja, dass man zumindest so bookt, dass egal wie man es kommt. Wenn man einen Vertrag bekommt, hat man einen Plan für die Zukunft. Und wenn nicht, dann naja, hat man zumindest keine Show, die man großartig absagen muss, wo man jetzt schon Geld verliert. Jens, weißt du gerade, dass du TNA und Plan in einen Satz bewegst? Ja, keine Ahnung. Ja, also ich bitte dich, also das ist selten. An dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, wer TNA gut findet, der soll TNA weiter gut finden und nicht auf unser Gelaber hören. Ich glaube, es gibt halt für jedes Produkt und sei es noch so trashig und sei es noch so für einige so unverständlich eine Kundschaft. Und wir sind ja auch, ist es auch der Fall. Grundsätzlich dafür bekannt, das alles sehr, sehr stark inhaltlich auseinanderzunehmen. Ja, und ja, keine Ahnung, wenn du sagen, nee, aber es gibt auch gewisse Sachen bei TNA, die finde ich noch gar nicht so schlecht, aber insgesamt ist da halt wirklich so viel Bockmist auch dabei. Wenn ich nur an diese ganze Sam Shaw, Mr. Anderson. Und jetzt ist Sam Shaw schon wieder geturnt, nachdem er vor ein paar Wochen noch der böse Stalker war, der alle abschlachten wollte. Der wird aber jetzt bald wieder turnen, garantiert. Ja, das ist halt bei TNA, alle ein, zwei Wochen turnen die Leute, du weißt nie, wen er anfeuern soll. Wahllos. Ja. Sie wahllos. Ich weiß nicht, Abyss ist mittlerweile öfter geturnt als Kane und Big Show zusammen und. Vermutlich, ja. Zum Beispiel auch so eine Sache bei der letzten Show, wenn ich das jetzt hier lese. Der Main Event war als TNA World Heavyweight Championship Bobby Lashley gegen Eric Young. Großes Rematch. Und was passiert vor dem Main Event? Promo. Da gibt's eine Promo mit Kurt Angle, der schon die nächste Show bookt für nächste Woche. Und da gibt er bekannt, dass alle Titel auf dem Spiel stehen werden. Und es wird eine Battle Royale um den Number One Contender für den World Title geben. Das sagt er vor dem Titelmatch. Was wäre denn jetzt, hätte Eric Young gewonnen? Hätte Bobby Lashley keinen Rematch mehr gekriegt oder was? Nein. Bevor ein Titelmatch ist, legt man schon fest, wie es mit dem Titel dann weitergehen wird. Ja. Das ist wieder ein Zeichen dafür, die haben keine Ahnung von dem, was sie machen. Und die Shows werden einfach nur zusammengestückelt. Man wollte halt einfach nur die Sache jetzt schnell hinter sich bringen mit Eric Young. Ja, quasi. Und auch die meisten Backstage-Segmente und so, die führen zu nichts. Es ist ja nicht mal, dass man diese ganzen Promos, die man drin hat, dass man die nicht streichen könnte und den Matches mehr Zeit geben könnte. Den meisten von den Kram führt, du hast eine Backstage-Promo, wo die Leute reden. Und es bewirkt überhaupt gar nichts. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ich habe mir nicht mal mehr Sammy Rathery angeschaut, obwohl die Show gut gewesen sein soll. Sie war durchschnittlich. Ich habe sie mir im Nachhinein angeschaut.
Es war okay, es gab deutlich schlechtere TNA-Shows in den letzten Jahren, aber... Ich werd wohl vielleicht den Shows aus New York eine Chance geben. Mal gucken. Die Crowd soll ja relativ gut gewesen sein. Ja, du hattest ja auch durchaus, keine Ahnung, Samoa Joe und so, die dann wirklich... Ja. Obwohl ich auch sagen muss, auch Destination X. Von dem, was es im Vorfeld sein sollte, okay, Wolves gegen Hardys, mal gucken. Hast zumindest mal ein Match. Aber das ist auch wieder... Gut, Destination X war jetzt ein Special, aber die haben auch da in den letzten Monaten und Wochen wieder diese ganzen Stipulation-Matches rausgekloppt ohne Ende. Ja, na klar. Ohne Not auch. Und was hast du noch bei Destination X? Loki? Cool, dass er wieder da ist gegen Manic und DJ Himalaya. Das klingt wie ein durchschnittliches X-Division Freeway Match. Ja. Nach Big Match klingt das nicht. Sanada gegen Crazy Steve gegen Rick Cage könnte mich nicht weniger interessieren. Das klingt fast schon jämmerlich. Und dann Samoa Joe gegen Homicide und Tigre Onu klingt auch wie ein durchschnittliches X-Division. Ja, weil die Leute ja auch alle einmal im Jahr da sind oder nicht aufgebaut wurden und... Hingegen hättest du jetzt gesagt, Loki gegen Samoa Joe gegen Sanada, da hätte ich gesagt, klingt großartig. Wäre zumindest nicht schlecht. Dann hast du Main Event Bobby Lashley gegen Austin Aries. Keine Ahnung, klingt für mich... Und da es eben dann ja auch nur 5 Matches sind, ich sehe schon kommen. Die meisten Matches gehen 5 Minuten. Außer das Tag Team Match wahrscheinlich. Und ansonsten hast du wieder 10.000 Backstage-Promos. Schauen wir da mal, wenn es soweit ist, ne? Ja, ich bin gespannt auf die Shows in New York. Ich bin wirklich gespannt. Und wenn die nicht deutlich eine Richtungsänderung bringen, wobei man ja sagen muss, okay, Loki macht Sinn, ihn zurückzuholen. Homicide ist schon fraglicher. Rhino aber und Devin macht ja für mich überhaupt keinen Sinn. Nee, ja. Vor allem Rhino macht für mich keinen Sinn. Die waren, ja, weil man ja unbedingt die Hall of Fame, aber ich finde, dass man jetzt für Leute in die Hall of Fame von TNA aufnimmt, das ist... Ja, Team 3D finde ich noch einigermaßen... Ja, weil man sich mit allen anderen Originalen, die es eher verdient haben, verscherzt hat, ja. Ja, vollkommen richtig. AJ Styles kann man nicht aufnehmen. Jeff Jarrett kann man nicht aufnehmen. Und da hat es dann die Hall of Fame, obwohl man wirklich... einiges damit richtig macht, dass man halt wirklich pro Jahr nur 1-2 Leute aufnimmt, um wirklich Bedeutung zu verleihen. Und da hat es dann halt schon diesen faden Beigeschmack. Ja, normalerweise der allererste hätte, kannst du drehen und wenden, wie du willst, egal ob Storyline oder nicht Storyline, AJ Styles oder Jeff Jarrett. Eher Jeff Jarrett, weil er nicht mal wrestelt. Und alles andere, was du machst, egal ob jetzt Sting und Kurt Angle, auch wenn die es auch verdient haben, die vor Jeff Jarrett reinzuschicken, ist ein Witz. Okay. Ja. Alles, möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Hannes schweigt sich aus. Ja, ich wie gesagt, ich hab's deine ja... Deine Chance zu glänzen schon. Heute. TNA, meine Chance zu glänzen. Ja, was für eine Ironie. letztendlich, also ich habe TNA habe ich geguckt, da war ich, was weiß ich, ich glaube, das habe ich so geguckt, als ich angefangen habe, Wrestling zu gucken, habe ich halt einfach alles geguckt, was irgendwie Wrestling war. Damals auch da waren, Sport noch? Ich glaube, Eurosport dann irgendwann auf Premiere. Auf Premiere lief es dann ja auch irgendwann. Und da waren halt noch irgendwie die Motor City Machine Guns und so ein Kram. Da fand ich das halt noch ultra unterhaltsam. Aber jetzt, ich habe irgendwann mal wieder reingeguckt und habe mich echt verarscht gefühlt. Weil ich dachte, das kann's doch jetzt nicht sein. Da gucke ich mir lieber irgendwie 10 Stunden Raw am Stück an. Oder Promos vom Great Khali oder sonst irgendwas. Also das ist... Oder ich werde eher Bo lieber, als dass ich TNA gut finden werde. Das ist auch noch ein großer Kritikpunkt, was ich auch irgendwie, oder wo ich einfach nicht mit TNA-Fans klarkomme, oder mit diesen Hardcore-TNA-Fans. Es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, sie gucken TNA, weil sie sich die Kinderkacke WWE nicht anschauen wollen und weil sie Wrestling sehen wollen. Fakt ist, klar, bei WWE passieren Sachen, die Kinderkacke sind und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber bei WWE gibt's das bessere Wrestling. Und im Großen und Ganzen ist das Ganze wesentlich erwachsener und unterhaltsamer als bei TNA. Und zumindest machen einige Sachen bei WWE Sinn. Also den Vergleich zu WWE, spätestens TNA-Fans verstehe ich, spätestens dann nicht mehr, wenn man allen Ernstes das Ganze mit WWE vergleicht. Und dann noch der Meinung ist, TNA bringt ein besseres Produkt als WWE. Das halte ich einfach nur für einen Witz. Hey, Jen is on a pole. Im Jahr 2014. Wie bitte? Jen is on a pole. Vollkommen richtig. Chen ist an der Pole-Match. Genau. Wie episch wäre das, wenn da jetzt Dixie Carters Mutter an einem Pfahl hängen würde?
Das hätte wirklich was. Okay. Ja. Dann sind wir mit den Themen für die erste Runde heute durch. Ich verabschiede den Jens und den Hannes und melde mich dann gleich mit einer neuen Runde wieder zurück. Dann wünsche ich natürlich noch viel Spaß. Okay, hier findet gerade ein Wettrennen draußen vor der Tür statt. Ach so, da fällt mir noch was ein. Haben sich denn eigentlich die Gewinner oder der Gewinner des Tippspiels gemeldet? Des Gewinnspiels. Des Gewinnspiels, ja. Bis jetzt noch nicht, nein, Jens. Okay, dann sollten wir dann vielleicht nochmal einen Aufruf machen. Ja, also wenn er sich bis zur Raw Review in der kommenden Woche nicht melden sollte, werden wir ein neues Gewinnspiel veranstalten und den Preis wieder verlosen. Ja, viel anders ist es nicht, ja. Was? Ja, viel anders ist es ja dann nicht. Nee, ja, wir könnten jetzt auch einfach einen anderen Post nehmen, aber ich bin dafür, wir machen dann ein neues Gewinnspiel. Genau, ich glaube, ja. Ich hatte ja schon ein relativ interessantes für YouTube sehr in den Raum geworfen. Habe ich noch nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Nein? Nee. We the People, Jens. Aber ich kann ein Lied davon singen. Das werden wir dann, ich schätze mal, in der kommenden Raw Review noch erörtern. Wenn sich bis dahin niemand gemeldet haben sollte. Ja. Zumindest nicht der Gewinner. Also, dann, gut, dann bis gleich. Viel Spaß. Und wir melden uns in ein paar Augenblicken wieder. Tschüss. Jo, tschüss. Und dann melden wir uns auch schon wieder zurück. Wie versprochen mit einer neuen Runde und frischen Stimmen. Gesichtern ist ja, glaube ich, ein wenig schlecht jetzt gerade hier. Naja, wir haben nämlich jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts 4 Leute mit mir insgesamt. Jeder ist aufgetaucht, ich bin begeistert. Dann begrüßen wir zunächst einmal den A. Kevin oder den Kevin. Prost. Prost. Den Silentius, den Silent Flücker, den Andreas. Mahlzeit. Und dann natürlich noch den Claudio, den Rated RKO 13.2 / Black Dragon. Hallo. Ich habe den anderen Spitznamen mal nicht erwähnt. Moment, der ist mir gerade wieder eingefallen. Oh nein. Zum Ende. Ja. Du meinst den aus Two and a Half Men, ne? Natürlich meine ich den. Gut, den meine ich auch. Ja, Deutschland steht im WM-Finale. Einmal Prost darauf. Ja, Moment. Ja. Und dann haben wir für diese zweite Runde des heutigen Podcasts folgende Themen. Wir wollen einmal über Swagger, Coulter und Rusev Lana reden, die Fehde und wo es für die beiden hingehen könnte, was da in Zukunft noch passieren wird. Wir werden über das Geschehen um den Intercontinental und dann auch nach Sheamus Ankündigung, beide Midcard-Titel vereinigen zu wollen, den United States Championship besprechen. Und wir werden über die Rückkehr der Jedi-Ritter sprechen. Chris Jericho, AJ Lee und The Miz. Ja, AJ als Prinzessin Leia geht schon, ne? Aber ist jetzt Miz oder Jericho der Luke Skywalker? Da können wir ja noch drüber nachdenken. Wir fangen jetzt an mit Swagger und Rusev. Ja, Rusev weiter ungeschlagen, obwohl, Spoiler, er bei SmackDown jetzt ein Match gegen Roman Reigns hatte. Das gab ja kein cleanes Finish, kein wirkliches Ende. Ja, und jetzt geht es gegen den Real American Jack Swagger, der allem Anschein nach jetzt zumindest ein wenig in die Face-Rolle gepusht wird, um zumindest das Opfer für Rusev zu stellen. Ja, liebe Leute, was erwartet ihr euch von der Fehde? Wo geht's für die beiden hin und ist die ganze Sache vielleicht bei Battleground schon wieder zu Ende? Ich würde sagen, ich fange mal kurz an. Bevor ich auf die Frage antworte, die du gerade in den Raum geschmissen hast, wollte ich mal eine Sache ansprechen, die im Board auch von Jens und ich glaube Gidoru90, auch relativ neu der User, diskutiert wurde. Und zwar die Tatsache, dass Swagger und Coulter jetzt überhaupt in die Rolle der Faces wohl reinrücken sollen. Für wie lange wird man dann sehen? Ich finde das nicht ganz ungefährlich, diese Sache jetzt so zu machen. Und auch wenn ich jetzt hier den
mit Tränen erstickter Stimme sprechenden Political Correctness Spießer abgebe. Ja, genau. aber wenn man sich das mal anguckt. wenn man sich das mal anguckt, wo Swagger und Coulter noch vor gut einem Jahr standen, als dieses World Heavyweight Match gegen Del Rio promotet wurde, da hat er die gleichen Sprüche gebracht, die er eigentlich heute auch bringt. Ne? Nur, dass jetzt damals Del Rio, der auf Krampf versucht wurde, in die Face-Position zu bringen, und heute mit Rusev den bösen, Amerika-hassenden Pseudo-Russen intronisiert, hat sich am Gimmick, wie gesagt, eigentlich nichts getan. Und ich finde es, wie gesagt, nicht ganz entspannt, sogar relativ kritisch, einen minderheitenhassenden White-Trash-Redneck-Conservative-American jetzt quasi ohne Gimmickwechsel in die Face-Rolle zu pushen. Da möchte ich aber jetzt mal so ein bisschen eingreifen oder eingerätschen schon fast, weil ich grätsche ein, weil man muss ja bedenken, dass niemand den Amerikanern aufzwängt, Coulter und Swagger zu lieben. Klar, gegen den bösen Russen sowieso, aber wenn die Amerikaner nicht unterscheiden können, dass jetzt Swagger eigentlich ein kleiner Rassist ist, wenn man so möchte, ja, dann ist man ja selber schuld. Man hat jetzt ein relativ, sagen wir mal, relativ kritisches Gimmick und ist natürlich jetzt dabei, halt vor allen Dingen ein bisschen zu polarisieren. Das hat man ja damals auch schon gemacht mit der Fehde mit Del Rio, das hast du ja richtig angesprochen. Und da hat es auch schon halt so gefruchtet, dass es eigentlich eher in Richtung Pro-Swagger und Anti-Del Rio ging, was gegen Del Rio jetzt aber auch nicht schwer ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, bevor ich den Faden ganz verliere, nein, ich finde es nicht dramatisch. Mir gefällt es halt, dass man jetzt dieses Gimmick nicht von jetzt auf gleich fallen lässt. Und es passt halt, die patriotischen Amerikaner und gegen das Russland, weil letztendlich alle Amerikaner hassen die Russen. Egal, ob es jetzt die netten Amerikaner oder die bösen Amerikaner sind. Es gibt nur eins, was die Amerikaner mehr hassen als Russen. Das sind Franzosen. Vermutlich. Ja, es ist so. Ja, ich sehe auch, was du meinst. Und in Zeiten des Krieges, des Kalten Krieges oder auch einfach nur der sinnlosen Gimmicks ist alles erlaubt. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Und zwar aus dem Grund oder anknüpfend an das, was du gesagt hast. Keiner zwingt die Amis ja zu jubeln, wenn Swagger reinkommt. Und ich verstehe mich hier auch nicht falsch. Ich finde das Gimmick, das Swagger und vor allen Dingen Coulter darstellen, ich finde das großartig. Also diese Assi Redneck Amis spielen die überragend. Nur Vince weiß ganz genau, wie sein Publikum aussieht. Da sind viele Kitties bei, die es nicht besser wissen. Da sind ein paar Freaks und Nerds bei und da sind auch ein paar Assis bei. Und also wir. So wie wir, genau. Wir sind eben die Assis, richtig? Und man könnte jetzt ja mit ganz böser Zunge sagen, Vince weiß um diesen Aufbau des Publikums und manipuliert ihn unterbewusst oder versucht ihn unterbewusst zu manipulieren. Und Jens hat es so schön in dem Thread auch gesagt, jeder kennt oder wer ein bisschen Ahnung hat, weiß ja auch um Vince politische Einstellung. Ne? Also radikal, republikanisch, konservativ bis aufs Blut. Und hier wird ja fast schon so ein bisschen, man könnte sagen, ja, Massenmanipulation in Anführungszeichen. Ich will es jetzt auch nicht zu spießig darstellen, und wir wollen noch zur Hauptfrage noch kommen. Aber ich bleib dabei, ich find's nicht ganz unbedenklich. Punkt. Es ist natürlich wirklich eine schwierige Sache. Es ist praktisch der Tanz auf der Rasierklinge, wenn man so möchte. Ja. Aber was haben wir nicht auch die ganze Zeit mal ein bisschen tiefere Gimmicks gefordert, mal ein bisschen kontroverses, mutiges Zeug von WWE? Hier bringt man es meiner Meinung nach. Es passt, die Leute haben Swagger sofort angenommen, als er sich Rusev gegenübergestellt hat. Ja, stimmt. Die meisten können das in meinen Augen relativ gut einordnen. Die Kinder haben eigentlich Eltern, die es ihnen einigermaßen erklären könnten. Die Kinder gehen auch in die Schule, hoffentlich. Ja,
Und man hat es ja jetzt auch, seitdem die Fehde gestartet ist, mit der etwas radikaleren Ausrichtung von Swagger und Coulter zurückgefahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube nicht, dass Coulter im Moment noch mit seiner Deportationsliste rumläuft, oder? Nee, ich habe ihn auf jeden Fall länger nicht mehr gesehen. Der ist ja auch diese Woche gar nicht im TV gewesen. Ja, das war ja wegen Kanada. Ja, aber stimmt. Beim Beginn der Fehde war er jetzt ohne Liste unterwegs. Also das schon, man muss jetzt gucken, wie es halt in der kommenden Woche aussieht. Ob da jetzt nur Rusev draufsteht und Lana, ob sie halt raus sollen oder wie es damit aussieht. Ich glaube, die werden wir gar nicht mehr sehen, diese Liste in dieser Fehde. Weil das wäre in der Tat vielleicht auch schon für Vince dann ein bisschen zu weitgehend. Ne? Aber ich verstehe, was du sagen willst. Ich kann die Bedenken ja durchaus nachvollziehen, aber mich stört es im Moment nicht, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich in der Lage bin, meine eigene Meinung zu bilden. Nein, ja, das soll jetzt kein Affront gegen das amerikanische Durchschnittspublikum sein. Nee, es ist eher ein Affront, wenn, gegen Vince. Aber letzten Endes kann sich ja jeder selber zurechtbiegen. Und wenn er die WWE deswegen nicht gucken will, dann soll er es lassen. Und ansonsten kann man es sportlich sehen und weiter gucken. So werde ich es auch machen. Mhm. Ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben. Ja, ich finde, es passt nur einfach jetzt am besten, Swagger als den typischen Amerikaner gegen Rusev zu stellen. Das ist halt auch die Chance, die man eigentlich ja seit Jahren, finde ich, verpasst hat mit Swagger, weil seit Kurt Angle hattest du keinen wirklichen amerikanischen Patrioten mehr als Face und... Zack, das ist ein Stichwort, du musst das Dö-Dö-Dö einspielen. Na gut. Aber John Cena ist ja nicht unbedingt der Patriot. Der ist alles. John Cena ist alles. John Cena ist Bo Dallas, aber... Nee, und eigentlich hat Swagger in meinen Augen mit Coulter zusammen auf jeden Fall das Potenzial, auch als Face gut anzukommen. Man sieht ihn jetzt auch vom Look an, er ist deutlich erwachsener geworden. Ja. Ist reifer geworden, er wirkt jetzt einfach männlicher. Er hat nicht mehr dieses dämliche Grinsen, was er am Anfang seiner Karriere hatte. Kann sich noch einer erinnern, wie er da zu ECW-Zeiten oder am Anfang vom Main Roster mal rausgerannt kam, hatte dieses fette Grinsen schon fast wie Tyler drin und du konntest ihn irgendwie schwer ernst nehmen. Richtig, ja. Das 2009 war sein Debüt bei der ECW, wo er den Titel gewonnen hat. Ja, das war schon lustig, als er da rumlief. Ach, das waren Zeiten. Ja, damals. Ja, und mittlerweile ist er halt deutlich reifer geworden. Ich will nicht hoffen, dass jetzt die Verletzung von Bad News Barrett ihn da wieder zurückwirft, weil die hat er ja verschuldet. Letztes Jahr der Kick gegen Ziggler mit der Gehirnerschütterung. Glaube ich nicht. Also ich sage jetzt mal meine Meinung zu den beiden. Ich bin ja nicht in WWE drin, so, also gucken viel, aber ich finde Rusev ordentlich. Also ich finde ihn sogar von den Moves her eigentlich relativ cool. Genau wie Swagger. Swagger fand ich auch immer eigentlich von den Moves her relativ stiff, relativ hart. Ich mag die beiden und ich glaube, es wird so wieder so ein Aufeinandertreffen, so ein kolossales Aufeinandertreffen. Und das ist, Swagger füllt quasi jetzt die Rolle aus, die Big E nicht ausfüllen konnte, weil man ihm dieses Amerikaner-Gimmick einfach so aufgeschrieben hat. Und Swagger hat das schon seit Anno Domini. Wie mies ist Big E auch bei Promos immer noch, ne? Boah, das finde ich. Und genau da wird eingesetzt, weil Rusev hat Lana und Swagger hat Coulter. Und genau das ist der Punkt, dass die Feder viel besser sein muss. Wir haben zwei Leute, die super reden können dazu. Und zwei Leute, die sich einfach auf die Schnauze hauen. Was brauchst du mehr? Vor allen Dingen, man hat es schön langsam aufgebaut. Du hattest ja diese Konfrontation zwischen Lana und Coulter schon backstage irgendwie vor Wochen. Hat es dann erstmal wieder so ein bisschen abgekühlt und jetzt dann halt, als die Sache mit Big E vorbei war, wieder aufgenommen. Und ja, ich bin auch ein Fan von Rusev, weil, ist ja ganz klar. Das ist ja auch ein cooles Tattoo, Fan. Ja. Mir fehlt ja, wie schon oft gesagt, dieses Urige ein bisschen bei ihm, was er noch zu NXT-Zeiten hatte, mit diesem Lendenschurz und dem Holzbrett, was er jedes Mal zerknüppelt hat. Da war er halt irgendwie so ein bisschen mehr das Tier. Ja, was Rusev für mich ist, Rusev ist der coolere Wladimir Koslow. Ja. Das sehe ich in Russow. Er ist nicht ganz so hässlich, ne? Ja, und technisch auch deutlich besser. Technisch besser und er sogar von der Rede ist er cooler. Also. Ja. Ja, Koslow konnte ja gar nicht reden. Aber auch das einzige Problem, was ich so ein bisschen mit der Fehde habe, ist,
Wusste WWE es schon, dass man die beiden zusammenstecken will seit längerem? Ich ahne ja eigentlich ja, weil halt zwischen Lana und Colt halt immer so ein kleines Techtelmechtel war da seit Wochen vorher. Aber wieso hat man Swagger dann in den Vorwochen nicht vernünftig aufgebaut? Natürlich. Weil ich glaube, dass es nicht gewollt war. Ich glaube, die haben echt gehofft, dass Big E funzen könnte. Ja, aber es war ja von vornherein klar, dass Big E gegen Rusev nichts reißen wird und er eigentlich nur ein Überbrückungsgegner ist. Ja. Weil ich schätze mal, man wird Rusev jetzt so lange gewinnen lassen, bis er wirklich dann irgendwann Cena zum Fraß vorgeworfen wird. Ja. Wrestling! Noch nicht zu früh, warte mal. Das kommt am Ende. Aber ja, es hat, also ich fand diesen ersten Clash of the Titans, wo Swagger dann praktisch rauskam, wo Lana und Rusev die Promo gehalten haben. Das Publikum hat ihn angenommen und es kam erstaunlicherweise für einen Swagger, der seit Jahren verjobbt wurde, und für einen Rusev, der jetzt vielleicht ein halbes Jahr da ist, richtiges Big-Time-Feeling bei mir auf. Das Publikum war richtig drin in der Sache und das hat mich richtig heiß gemacht auf die Fehde. Und ja, bei Rusev, ich schätze mal, er wird auf jeden Fall gegen Swagger jetzt gewinnen bei Battleground. Ich hoffe, es geht danach zumindest bis zum SummerSlam noch weiter. Mhm. Das denke ich auch. Und dann mal schauen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft. Also ich hoffe immer noch auf so ein schönes Flag on a Pole Match oder sowas. Also ich glaube, das könnte auch kommen. Also wenn SummerSlam Flag on the Pole, kommt bestimmt geil. Warum denn nicht? Also wenn die Fans weiter... Wahrscheinlich mit dem kleinen Johnny Russo als Booker. Wenn die Fans weiter so steil abgehen auf Swagger, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch weiterhin so gehen wird, weil er war ja auch schon zu Real American Zeiten, waren die beiden, also Cesaro Swagger und vor allen Dingen ja Colter, waren sie ja doch ziemlich over. Also es ging ja immer mehr von den Publikumsreaktionen, und dieses We the People, heute schreit es ja fast schon die ganze Halle. Und wenn das so weitergeht, wie Kevin eben schon sagte, ich halte das für absolut realistisch. Er kennt meinen Namen. schade, dass es den Great American Bash nicht gibt, ne? So das schön patriotische Events und dann gewinnt Rusev das Flag on the Pole Match. Das wäre auch natürlich schon ein Hammer. Eigentlich müsste sich einer von den beiden jetzt noch den United States Title holen, oder? Eigentlich schon, ja. Das fehlt eigentlich noch in der Fehde. Hätte was. Irgendwie fehlt auch Hulk Hogan in dieser Fehde. Special Referee. Wo wir gerade bei United States Championship sind. Was, die Überleitung war doch wohl Bombe, oder nicht? Überragend. Das ist stark, ja. Ja, liebe Talk-Freunde, dafür sind wir hier bekannt. Teufelskreis. Ja, ein Teufelskreis. Nee, wollt ihr noch was zu Swagger und Rusev loswerden? Also ich hoffe, dass die Fehde, dass man da nicht Gefahr läuft, dass das dann der Fokus mehr auf Colter gegen Lana gelegt wird. Das sowieso, aber solange die Matches gut werden. Und solange keine Jobber-Matches sind, sondern. Das glaube ich nicht. Dafür war der Clash zu groß. Deswegen. Ja. Ich fände es ja jetzt wirklich cool, wenn im Verlauf der Fehde jetzt erstmal bis Battleground Rusev irgendwelche Jobber plättet, Swagger plättet auch irgendwelche Jobber. Halt, dass sie sich halt gegenseitig so zeigen, wenn die Zack irgendwie immer sehen. Erstmal so, ja, dass die auch ein bisschen, vor allen Dingen Swagger braucht es einfach jetzt, dass er halt gewinnen darf ein paar Mal, auch relativ dominant. Dann wird Rusev am Ende bei Battleground via Submission gewinnen und dann hätten wir für den SummerSlam eigentlich den perfekten Aufbau für ein Submission-Match zwischen den beiden. Ankle-Lock versus Accolade. Der heißt Patriot Lock, ne? Ja, der Patriot Lock. Aber Ankle Lock und Accolade, hört beides, fängt alles mit A an, von daher lass mich. Boah, eine Alliteration! Kevin! Das ist doch wohl ein Bier vor mir steht, was ist los? Das ist wahrscheinlich nur ein Malzbier. Das ist holländisches Bier, Entschuldigung. Na dann. Das steht ja heute nur aus Tränen, oder? Ja, es ist sehr wässrig. Salzig. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder? Ja, bitte. Ja. Okay, ja, wir wollen über den United States Championship und den Intercontinental Championship, beziehungsweise den Sinn und Zweck und überhaupt den weiteren Verlauf der Midcard-Titel sprechen. Ursprünglich hatten wir eingedacht, so das Intercontinental-Titel geschehen, hier draußen gehen auch schon die Leute steil, zu besprechen, weil wir eigentlich zur Zeit der Themenauswahl annahmen, boah, das wird ja eine einfache Sache für Cesaro, er
wird nur noch, er verliert jetzt jedes Match und gewinnt dann den Titel, aber jetzt auf einmal stellte Sheamus Ansprüche, den Intercontinental Title auch noch zu gewinnen und dann beide Midcard-Titel zu vereinen. Und das ist nicht das Telefon, was hier klingelt. Alter. Jedes Mal. Ah. Fürchterlich, ne? Ja. Yeah. Aber gut, ich übergebe dann mal an mit jemand anderem. Wir überbrücken jetzt die Pinkelzeit und sorgen hier für Heiterkeit. Und da sind wir auch schon wieder aus einer erneuten kleinen Werbepause. Das Telefon wurde abgewürgt. Wessen Telefon war das denn jetzt wieder? War bestimmt der Claudio, oder? Nö. Ja. Also ich war es ganz bestimmt nicht. Das war bestimmt der unbekannte User, wups, du alter Stinker. Das wäre möglich. Stimmt. Oder es war keiner und niemand. Die beiden Zwillinge, die jeder kennt, noch nie jemand gesehen hat. Aber gut, ja. Sheamus möchte die Titel vereinigen. Viele Leute haben ihren Anspruch auf den IC-Titel bei dieser Battle Royal angedeutet und ja, Cesaro hängt völlig in der Luft, verliert jedes Match im Moment. Was ist da los, Freunde der Sonne? Ja, also, Sheamus würde dann auf einmal dann beide Titel gewinnen. Wir hätten dann nur noch zwei Titel in der WWE für einzelne Leute. Dazu noch die Tag Team-Titel, die eh bei den Usos bleiben. Bis man dann irgendwann auf die Idee kommt, die ins Ascension dann mal hochzuziehen. Da bist du dir sicher? Was so eigentlich, man sagt das seit 6 Monaten oder so, aber mittlerweile glaube ich auch nicht mehr dran. Die verlieren noch nicht mal in NXT den Titel, was ja das erste Anzeichen dafür war. Nein, dass die Usos die Titel behalten. Also ich glaube irgendwie nicht daran, dass die Wyatts den Titel gewinnen. Weil man hat das jetzt schon so oft ein Titelmatch gehabt zwischen den beiden Teams. Da hätte man dann eigentlich schon den Titel schon fast 2-mal wechseln können. Ja, so kriegen die Titel ja Bedeutung. Und ich würde in den Raum werfen, dass die Wilds die Titel gewinnen, um dann bis zum SummerSlam mit den Double Dust zu fehlen. Bin ich dabei. Ja, aber wir wollen ja jetzt über den US-Titel und den Intercontinental sprechen. Ja, dann rede doch mal darüber. Ja, also, Sheamus will dann halt gerne beide Titel vereinen. Wir hatten da schon vor einiger Zeit mal darüber ja eine News, dass man sogar darüber nachdenkt, beide zu vereinen. Und jetzt könnte man ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, laut dem Motto, Barrett ist verletzt, das nutzen wir gleich aus. Man versucht halt jetzt Cesaro auch, die Darstellung finde ich ein bisschen schwach von ihm jetzt. Man lässt ihn 2-mal gegen die Midcard-Hure Kofi Kingston via Einrollen. Du hast da was vergessen. Midcard-Titel-Hure. Oh. Nicht nur Midcard-Hure. Entschuldigung. auf jeden Fall ist die Darstellung von ihm bislang eher mau bis eher nicht titelwürdig. Und ich suche die Worte, da könnt ihr mal in der Zeit ein bisschen reden. Ich glaube ja irgendwie nicht daran, dass die Titel vereinigt werden. Also es wäre irgendwie schon für so viele Shows relativ schwach. Klar, man kann es machen und man könnte dann dem einen Titel, der noch verbleibt, dem vermutlich Intercontinental Championship, mehr Bedeutung verleihen. Hahaha. Das könnte man aber auch jetzt mit 2 Titeln machen. Man hat genügend Shows in der Woche. Und ja, also ich weiß nicht. Klar, Sheamus wäre ein passender Mann, um die beiden Titel zu vereinigen, weil er halt ein gewisses Standing hat und man kauft es ihm auch ab. Er hat genug Glaubwürdigkeit, um sowas durchzuziehen. Aber boah, jetzt, ja. Er steckt ja im Moment mitten in der Fehde gegen Alberto Del Rio. Er hat 2 Matches gegen ihn gewonnen. Nee, also tolle Fehde. Ja. Also ich glaube auch, dass es eigentlich besser wäre, beide Titel mal wieder ein bisschen ins rechte Licht zu rücken oder entsprechend zu inszenieren. Aber wir haben ja die letzten Wochen und Monate gesehen, offensichtlich scheint das die gut bezahlten Booker radikal zu überfordern. Also wir haben um den US-Titel auch seit Sheamus ihn hat, nicht so wirklich Fäden gesehen, aber hat meines Erachtens gleichwohl eine Aufwertung erfahren, alleine schon, weil Sheamus ihn hält.
Und der IC-Gürtel hängt, gut, Barrett hat dem Ganzen ein bisschen wieder Stimmung gegeben, aber nicht in erster Linie durch tolle Fäden, sondern weil das Gimmick einfach wohl nicht so schlecht ankam. Es ist aber faszinierend, ne? Das ist absolut keine Fäden um diese Titel. Nee, eben. Und ja, da es offensichtlich die Booker nicht hinkriegen, ist es vielleicht, ist zwar eine Kapitulation und ein Armutszeugnis, vielleicht gar nicht so daneben, auch wenn ich es grundsätzlich nicht gut finde, die beiden Titel zu vereinigen. Vielleicht kriegen die Booker es ja hin, wenigstens um einen Titel eine halbwegs brauchbare Fehde zu machen. Das, ne, hätten sie ja jetzt auch schon machen können. Hätten sie können, genau. Hätten nur einen vernachlässigen müssen, wenn sie unbedingt... Richtig. andererseits, wenn man die Titel jetzt nicht vereinigen sollte, würde ich es gar nicht schlecht finden, ja, oder besser gesagt, hoffen, ich würde es hoffen, wenn man ihn Cesaro geben sollte, dass man dann Cesaro auch nicht in der Luft hängen lässt, sondern ihn vielleicht tatsächlich, so wie es ja vor ein paar Wochen mal durch die News ging oder vor ein paar Tagen, ihn als Aufbautitel sehen würde, zumindest im Fall Cesaro, für vielleicht Höheres. Aber so wie er zurzeit ja verjobbt wird, also ich bin ein bisschen skeptisch. Also sowohl Vereinigung als auch IC Solo haben beide was für sich, aber sind auch ganz viele Fußangeln drin, finde ich. Aber es ist ja auch irgendwie jedes Mal dieser Titel eher ein Schritt zurück gewesen für die letzten Champions. Sie haben ja oft genug gesagt, ja, boah, jetzt den Titel los, jetzt kann er endlich nach vorne gucken, weil, richtig, immer wenn du den Titel hast, sackst du in der Card irgendwie absolut in die Bedeutungslosigkeit ab. Du verlierst jedes Match, außer die Titelmatches. Musst dann ständig für jeden Upper-Kader Main-Eventer den Job machen und da bin ich dann auch skeptisch, ob es Cesaro wirklich was bringt. Der war ja auch schon relativ lange damals United States Champion und da hatte er auch wirklich keine ernstzunehmende Fehde gehabt und einen Titel. Die gegen Santino Valentin gewonnen hat. Ja, ja, Fehde. Ja, ja. Ja, er hat immerhin Oksana dabei gehabt. Ja, ja, der arme Kerl. Nee, also ich wollte jetzt mal kurz ausholen und sagen, ich hole jetzt mal die Historikerkeule raus. Der, früher gab es ja nur den IC-Titel. Ich meine, bis 2001, 2002. Und dann hat ja irgendwie, als die WCW übernommen ist, haben sie ja den United States Titel einfach dazu genommen. Aber die hatten ja früher auch noch einen European Championship und einen Cruiserweight. Ja, aber die waren ja nichts wert. Nee. Also, okay, die sind beide heute auch nichts mehr wert, das kann man natürlich so sagen. Allerdings würde ich schon sagen, die haben früher auch alle Titel miteinander vereinigt, danke. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es sehen möchte, aber ich glaube, dass es passiert. Also dass Seamus sich den IC-Titel in dieser Battle... Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nämlich, dass sich jemand das wäre totaler Schwachsinn, das bei Payback zu machen. Weil es ist, wie viele Leute gucken Payback? Battleground, danke. Payback, Battleground, ist eh alles egal. Ich glaube nämlich, dass sich irgendeiner von mir aus gerne Cesaro den Titel in dieser Battle Royale holen wird und dann wird es zu einem Vereinigungsmatch beim SummerSlam kommen, weil da kriegt das Match Aufmerksamkeit und ein Match Sheamus gegen Cesaro, warum nicht? Oder Night of Champions. Oh. Ja, so viele Titel haben wir nicht mehr. Die Night wird relativ kurz. Ja, aber den Pay-Per-View will man ja richtig ordentlich pushen. Wobei ja natürlich, man könnte die Fehde zwischen Cesaro und Sheamus, die ja bisher nur aus Matches bestand, was irgendwelche Leute durch Einroller gewonnen haben, durchaus nochmal aufleben lassen. Aber da könnten sie auch beide von profitieren. Keine Ahnung, warum man das hat fallen lassen, so schwach. Vielleicht, weil man es noch nicht hundertprozentig verbraten wollte. Ja, ich bin gespannt, aber ich muss sagen, ja, Cesaro durch diese Niederlagenserie, das könnte, ist typisch WWE, du verlierst alle Matches, bis du dann den Titel gewinnst. Es könnte auch ein Hinweis zum Faceturn sein. Du verlierst alle Matches, bis du irgendwann vom Publikum zugejubelt wirst und dann Faceturns. Aber das dürfte erst Damien Sandow passieren, wenn er nicht schon vorher entlassen wird. Ich habe übrigens aber nachgeguckt, wann die letzte richtige Fehde um den United States Championship war. Jetzt sag nicht MVP gegen Matt Hardy. Doch, genau die. Das war 2008. Okay. Dazwischen war vielleicht noch Zack Ryder und Dolph Ziggler, aber es war auch keine richtige Fehde. Es ging eigentlich nur um Zack Ryder. Ja. Und sonst keine hatte wenigstens noch, glaube ich, CM Punk gegen Mysterio oder Mysterio gegen Cody Rhodes und so zwischendurch mal, ne? Cody Rhodes gegen Mysterio, genau, das war 2010, ja. Alter Schalte. Boah, das ist ernüchternd. Aber so oder so, wie es ausgeht, wir sind ja eher, was das Schicksal des IC-Gürtels angeht, eher vorsichtig pessimistisch, ne?
Also ich würde es mir wirklich wünschen, weil es ist der zweitwichtigste Titel dieser Company. Ja. Und wenn man nicht mehr bereit ist, die beiden World Title wieder zu trennen, was ich auch für einen Fehler halten würde, dann muss man diesen Titel halt auch pushen. Man muss ihn so gute Fäden geben, dass es halt auch vernünftige Pay-Per-View-Matches geben kann. Und im Gegensatz zu den World-Title-Matches müssen diese halt auch vor allen Dingen durch gutes Wrestling bestechen. Das war ja eigentlich früher auch sozusagen das, was den EC-Titel ausgezeichnet hat, dass die Leute sich darum wirklich so geprügelt haben, dass jedes Mal ein Showstealer dabei rauskam. Oder zumindest oft. Ja, und stimmt. Und vor allen Dingen eine richtige Legende oder Tradition hat der Titel ja auch. Wer hat den früher gehalten? Ich meine, Randy Savage hat ihn gehalten. Zack, Bret Hart. Bret Hart, Mr. Perfect. Da gibt es ja so viele. Shawn Michaels. Tradition bei WWE eigentlich kritisch. Jeder, der heutzutage World Champion ist. Ja, aber selbst ein World Title, toll, der hat eine Historie, dieser WWE World Title, aber jeder Demlack hatte mittlerweile schon World Title Run, kannst du sagen, oder jeder zweite Demlack. Ja, ich meine auch nur, wie er damals, was er damals für ein Standing hatte. Das ist, und das, ob man da wieder hinkommt, ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall kann man viel mehr draus machen. Also man muss auch viel mehr draus machen aus diesem Gürtel. Ne? Schauen wir mal. Es wäre schön, aber dazu fällt mir eigentlich nur das hier ein. You have to truly believe. Wollte ich vorhin auch schon sagen, pass mal auf, dass nicht der nachher den Titel holt. Das fände ich eh krass. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Ja, dann lass uns doch mal flachsen. Wer holt sich den Titel bei dieser Battle Royale? Das ist ja. Und jeder darf nur einen Namen sagen und jeder muss einen anderen Namen sagen. Genau, das ist ja wieder ein sinnfreies Match, wo niemand gepinnt werden muss. Das heißt, Sheamus könnte locker verlieren, theoretisch. Moment, ich muss mal die Karte von dem Dings aufmachen. Willst du gucken, wer dabei ist? Ja. Wahrscheinlich jeder Demlack, der sonst nicht auf der Karte steht. Ein Haufen auf von Geeks. Jau. Der Kali ist immer für uns Favoriten. Ah, da haben wir es doch. Gut, warte. Also fangt ihr an, ich suche mir einen aus. Ja, ich sag Cesaro gewinnt. Ich sage Bo Dallas. Dann sag ich Damian Sandow. Verdammt. wer ist denn noch bei? Nimm den Kalli. Okay, dann nehme ich den Kalli. Einfach, weil er der coole Polizist aus Indien ist, deswegen. Jetzt bleiben wir doch mal wieder ernsthaft. Ja, warum denn nicht? Kann doch sein. Kalli ist scheiße. Wenn Claudio recht haben sollte und der Kalli den IC-Titel holt, dann spendiere ich eine kleine Cola ohne Eis. Ohne Eis? Ohne Eis. Ohne Eis. Also wenn der Kali den IC-Titel holt. Fürs ganze Board, von mir aus auch. Dann kriegst du eine ganz besondere Widmung in einem der zukünftigen Podcasts. Und ich werde nie wieder den Tour in der Hafen in Spitznamen sagen. Oh, das reicht schon. Kali, bitte. Und ich fress wahrscheinlich auch noch einen Besen samt Stiel, aber... Video, wir. Du schaust nie wieder WWE, aber das ist ja. Nein. Und Kane wird World Heavyweight Champion. Ah ja, herzlichen Dank. Nichts ist unmöglich. WWE. Everything can happen in the WWE. Oder etwa nicht? Ja, aber muss ja nicht. Ah. Deck möchte also, dass John Cena reinkommt und sich auch den IC-Titel holt. John Cena wird bei Battleground jeden Titel in der WWE holen, sogar den Divas-Titel. Angeblich soll er doch Backstage eine ziemliche Diva sein, wenn man so manche Geschichten hat. Deswegen ist er Divas davon. Ah, da müsste ja eigentlich Randy Orton den Titel noch vorher eben gewinnen, aber... Das wäre doch die Divas-Fehde des Jahres. Das wäre doch mal ein geiler Total Divas-Title. You have to work the face, you have to work the camera. Dann kriegst du nach drei, also hier wie Triple Crown in Japan, kriegst du nach drei, drei Kategorien, wie scheiße du auftrittst, wie gut deine Beziehungen laufen und ja, Match. Achso, ich dachte, an wen du dich ranwirfst, aber okay. Oh, pff, mir ist auch das. Okay, jetzt haben wir den IC sozusagen durch. Jetzt nehmen wir mal an, Sheamus gewinnt den Titel nicht, vereinigt die Titel nicht.
Wer könnte denn dann, mal abgesehen davon, dass Del Rio wahrscheinlich nochmal 10-mal gegen Sheamus antreten wird, da ein möglicher neuer Herausforderer werden? Doch Rusev, nachdem er mit Swagger durch ist, würde ja auch noch irgendwie passen. Gute Idee, ja. Ich würde das gar nicht schlecht finden, ja. Ja, das ist eine coole Idee. Wäre der perfekte Gegner dann noch für Rusev, bevor er John Cena zum Fraß vorgeworfen wird. Ja, ich überlege gerade mal, wer könnte... Ja, Barrett natürlich... Barrett, I see. Nee, das ist andersrum. Barrett ist draußen erstmal für Monate. Ja, dann werfe ich mal in den Raum. Bo Dallas? Ja, finde ich auch gut. Cesaro holt sich die neue Seele. Dean Ambrose? Ja. Auch wenn er fertig ist mit Seth Rollins. Eventuell mal irgendwann... Stardust Cody Rhodes. Stardust! Ich hoffe nicht auf The Miz. Ich klicke gerade hier dieses Roster durch. Aber die Befürchtung ist natürlich immer groß, wenn er jetzt wirklich mit Flair zusammenarbeiten sollte und man ihn wieder ein bisschen ins Spotlight bringt. Apropos The Miz! Oh! Wo der Kevin es gerade anspricht. Nicht? Ja, mach, komm, so, komm, wir gehen weiter. Wir wollten ja auch noch über die Rückkehr der Jedi-Ritter sprechen. Letzte Woche bei Monday Night Raw feierten Chris Jericho, AJ Lee und The Miz ihre Rückkehr zur WWE. Ja, du gerade gefragt hast, wer ist. The Miz ist Chewbacca. Okay. Die reden ungefähr genau das gleiche Zeug. Ja, fangen wir doch mal mit The Miz an. The Miz ist jetzt Hollywood-Star. Er hat einen miesen Marine in Marine 4 gespielt. Und in Marine 3. Ja, aber die Kritiken waren wohl wieder überragend, was seine schauspielerischen Fähigkeiten angeht. Ja, und er hat jetzt das Gimmick des Mr. Hollywood. Und ich könnte ihn jetzt dafür verprügeln, dass er Tyler Breeze auch einen Teil seines Gimmicks geklaut hat. Denn The Miz hat Angst, dass man ihm ins Gesicht schlägt, denn das ist ja sein Kapital. Ja. Tyler Breeze bei NXT auch. Oh, bitte nicht ins Gesicht, nur dass er eher so... das Model, der Schönling ist. Ja, aber das ist ja schon viel früher geklaut. Ich meine, bei WrestleMania 2 hat... Ja, ne. Ja, na Moment, das ist großartig. Da hat Jesse Ventura damals King Kong Bundy vor Match interviewt und gesagt, ja, das ist ein Steel Cage Match gegen Hulk Hogan. Ich weiß, dass du sicher gewinnen wirst, aber ich habe Angst, dass dein wunderschönes Gesicht bei dem Match vielleicht Schaden nehmen könnte. Also, von daher... Das Gesicht von King Kong Bundy? Ja, deswegen musste ich ja auch so schmunzeln, weil... What the fuck? Genau. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, was man sich davon verspricht, The Miz auf diese Art und Weise zurückzubringen. Er war vorher langweilig, er ist jetzt langweilig und er wird auch, glaube ich, immer langweilig bleiben. Also da musste ich mal wieder so die Blutgrätsche ansetzen. Also, The Miz ist jetzt kein Daniel Bryan im Ring. Und er ist kein CM Punk am Mic. Aber The Miz hat durchaus das Potenzial, um ein wirklich guter Mid-Miz-Uppercard-Heel zu sein. Man hat damals vieles richtig gemacht, als man ihm den United States Title gab, den Koffer gab und ihn dann auch den Titel gewinnen ließ. Manche mögen sagen, es war ein Fehler. Manche mögen sagen, es war zu früh. Man hat ihn damals auch nicht so bombig dargestellt, dadurch, dass er halt mit Alex Riley sehr, sehr tatkräftige Unterstützung hatte. Den hat ja John Cena dann später beerdigt. Aber er hat seine Rolle damals gut gespielt. Er hat Heat gezogen. Er wurde sogar teilweise schon bei seinen Promos bejubelt. Er hat funktioniert. Nur danach hat man ihn halt komplett fallen lassen, hat ihn total demontiert mit diesen ganzen Jobs und diesem unsagbar dämlichen Faceturn und überhaupt der ganzen Darstellung. Wie wir jetzt wissen, weil ihm der Titelgewinn wohl damals ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Dazu passt natürlich jetzt wunderbar dieses Mr. Hollywood-Gimmick. Nee, aber als Heel, wenn er wieder diese arrogante Schiene fährt, die er damals, wann war das, 2010, 2011, 2010, ne? Ja, 2010 war, glaube ich, auch mit dem Rocky-Comeback. Das ja, 2010, 2011, ja. 2011 war WrestleMania 27, genau. Und da hat er funktioniert. Und wenn man in diese Richtung wieder hingeht und ihn jetzt auch langsam wieder ein bisschen stärker darstellt, kann er für diese vorhin angesprochene Midcard-Titel eine wahre Bereicherung werden, weil er kann reden, er hat die perfekte Fresse zum Reinschlagen und er kann Heat ziehen, wenn man ihn nur lässt und nicht so mies buckt, wie man es zuletzt gemacht hatte. Da passt natürlich jetzt auch dieses Match am Montag gegen Chris Jericho zu.
Es war Jerichos erstes Match seit über einem Jahr. Also Miss war monatelang weg. Und was macht man? Man packt es nicht in den Main Event von Monday Night Raw, sondern irgendwann mittendrin und gibt dem Match keine 6 Minuten. Da weiß man schon, wo es für The Miz dann höchstwahrscheinlich wieder hingehen wird. Da hätte man sich das Comeback auch sparen können. Man braucht da halt einen Mid-Card-Heel, der auch Heat zieht. Jetzt drehst du mir die eigenen Worte im Mund um. Er hat dich bestätigt. Er hat dich doch bestätigt. Really? Riley! Oh, really? O'Reilly! Hat Cena ihn nicht auch backstage auch beerdigt? Gab's da nicht irgendwie mal so eine News, dass mal irgendwie es zwischen den beiden gekracht hat oder so? Ich weiß nur, dass es Cena Alex Riley backstage. Ja, den meinte ich ja. Ach so, ich dachte, du warst jetzt bei so einem. Ja, den hat Cena praktisch backstage beerdigt. Deswegen ist er jetzt im Moment nur noch Kommentator. Der war ja relativ hot nach dem Split mit The Miz. War ja praktisch dabei, ein super Midcard-Face zu werden. Wurde ja richtig akzeptiert vom Publikum. Mhm. Aber John Cena mochte ihn nicht. Ja. Da war irgendwas und John Cena hat dann dafür gesorgt, dass der komplett fallen gelassen wurde. Das Theme war cool, ne? Von Alex Riley damals. Ja, das war eigentlich schon eine coole Musik. Auch bei Capital Punishment. Oh Gott, schrecklichster Pay-Per-View aller Zeiten. Ja. Andreas, ich habe dir dazwischen gegrillt mit der Blutgrätsche. Wie antwortest du darauf? Ja, ich wollte da nur kurz nochmal entgegnen. Also alles, was du gesagt hast, mag dann ja auch so sein. Aber ich finde The Miz trotzdem einfach nur langweilig. Also ob er jetzt seine Heel-Rolle da zelebriert, erregt mich nicht auf. Ob er jetzt als Face rüberkommt, ich finde ihn nicht lustig. Also er ist nicht annähernd so wie zum Beispiel, wie gesagt, wie ein Bodell ist. Der kommt rein, setzt sein Grinsekatzengrinsen auf und wenn man dann bei Twitter die Tweets anguckt, die Hälfte sagt, oh, ich bolive jetzt und die anderen... Hallo? Andi? Ich kann das Grinsen nicht mehr ertragen. Hab nur ich dich gerade mal für zwei Reaktionen gehört? Seit 2000. Bitte? Hallo? Andi? Ich bin da. Hört ihr mich nicht? Du warst gerade mal so für ein paar Sekunden bei mir zumindest weg. Bei mir auch. Ach du grüne Neune. Wo war ich denn weg? Bei welcher Stelle? Du hast mitten im Satz auf einmal und dann warst du wieder da und dann warst du wieder weg. Also setz nochmal vorne an. Habe ich gerade über Bo Dallas geredet? Ja, du hast über Bo Dallas. Habt ihr übrigens dieses Video gesehen, was er da veröffentlicht hatte hier nach dem Niederlage von Brasilien? Großartig. Warte mal, das müsste ich auch irgendwo haben. It's okay, Brazil. Just keep believing. Ja, das ist doch der Hammer. Also wie gesagt, entweder es gibt ein paar, die ihn richtig gut finden, ich gehöre dazu, und es gibt die andere Hälfte, die ihn scheiße findet. Aber ich kenne ganz wenige, die sagen, ja, er geht mir am Arsch vorbei. Und The Miz geht mir gnadenlos am Arsch vorbei. Ich finde ihn einfach nur langweilig. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für den Kerl, weil für mich, also ich finde ihn hassenswert. Ich finde ihn nicht unbedingt langweilig. Er ist jetzt nicht der super, super Star, aber er kann mich doch überzeugen, wenn er seine Rolle richtig spielen darf. Und ja, es ist ja schön, dass man halt unterschiedliche Meinungen hier vertreten hat. Wie sehen die anderen beiden das? Ja, denn? Das wollte ich auch gerade so ansprechen. Die sind so ruhig. The Miz ist eigentlich eigentlich so ein Mix aus euren beiden Meinungen, so ein bisschen. Er ist einerseits. Er ist alles und gar nichts. The Miz ist überall und nirgendwo. Nein, was ich eher meine ist, dass er, wenn er mal on air ist, dann habe ich eher das Gefühl, so, jetzt halt wieder deine typische Promo, versuch wieder ein bisschen Heat zu ziehen und das war's. Dann gehst du wieder zurück und hör auf, fertig. Also so ein bisschen, einerseits sind deine Promos gut, aber andererseits ist er auch sterbenslangweilig. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, halt in seiner Prime, kann man schon fast sagen, da hat halt alles gepasst. Auch mit Alex Riley und dem Koffer und allen etc., die da waren. Und jetzt wirkt er einfach wie ein blasser Mitkader, der hier ist und wo das Publikum mal reagiert. Nicht so wie ein ehemalig mehrfachen oder fünffachen oder vierfachen World Champion Alberto Del Rio. Und was dazu auch noch kommt, hallo? Ich höre dich noch. Hören die anderen mich auch noch? Irgendwie höre ich gar nichts mehr.
Ich auch nicht mehr. Sind wir alleine drauf? Claudio, was ist los? Sind wir allein? Ich bin verloren. Zack schreibt, er hört uns, aber wir hören dich nicht. Julian, mach mal was. Kevin, bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin da. Hört ihr mich? Ja, was sehr sagst gut. du? Was okay, sagst dann zum Mist. Ich hatte Julian ist auch gemutet. Ah, okay. Das ist ja unglaublich. Ja, das kommt davon, wenn man dann auf einmal eine E-Mail kriegt, die man eben beantworten möchte. Alte Taube. Also meine Meinung zu The Miz ist, The Miz ist ein durchschnittlicher Worker mit gutem Micword und einer hammergeilen Freundin. Frau. Frau, Entschuldigung. Sie ist ja verheiratet, ne? Und er ist in der Midgard gut aufgehoben. Von mir aus soll er da bleiben. Ich habe mich über die anderen beiden mehr gefreut, dass sie zurückgekommen sind, als über den Miss. Ja, die anderen beiden. Das war ja zum Beispiel Chris Jericho. Ja, über den habe ich mich gefreut. Chris Jericho mag ich. Den habe ich schon live gesehen. Der ist großartig. Der könnte auf einer großen Bühne stehen und nichts machen. Ich würde es abfeiern. Der Junge ist großartig. Ja, vor unserem heutigen Podcast haben wir auch wieder das Intro mit Chris Jericho ausgegraben, was er für uns mal damals eingesprochen hatte. Ist echt wohl ein sehr netter Kerl. Und eine Rampensau par excellence. Der ist echt großartig. Ja, und man glaubt's ihm auch, ne, dass das eben ein Wrestler ist. Ich weiß noch, als Batista sagte, ja, ich bin wieder zurückgekommen, weil ich diese Show so liebe, da wurde er gnadenlos ausgebuht. Wenn Jericho sowas sagt, das glaubt ihm jeder sofort. Und auch wenn sein Run jetzt wohl nicht wirklich lange dauern wird, ist es völlig egal. Hauptsache, er ist da. Das langt. Ja, aber ich finde, er müsste mal zum Friseur gehen. Nein, das braucht er für seine Tourauftritte. Dann müsste er sich die Haare irgendwie anders wachsen lassen. Das sieht komisch aus. Ja, es ist richtig. Kurz nach Haaren Headbang ist einfach nicht leicht. Vielleicht möchte er jetzt Michael Elgin ablösen und den Fokuhila wieder einführen. Oh. Die 80er rufen. Yeah. Ja, was haltet ihr denn von der Fehde gegen Bray Wyatt, die jetzt gestartet ist und auf welcher Substanz die beruht? Großartig. Ich finde es auch gut. Ich finde, gegen Bray Wyatt hat er so viel an Momentum gegen Cena verloren. Gegen wen willst du ihn jetzt noch stellen, damit er gegen irgendjemand, gegen Kane? Nee, gegen Orton auch nicht. Aber gegen Jericho. Jericho ist ein Name, der seit 20 Jahren bekannt ist und der dafür auch bekannt ist, Leute gut aussehen zu lassen, weil er das kann. Weil er halt wrestlerisch so stark ist, wie es geht. Und deswegen finde ich finde das eine großartige Sache. Also top. Also die Fehde hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber geil. Jericho macht wieder aus Wyatt the Wyatt. Ja, und er hat ja auch so schön gesagt, save me Y2J, und genau das macht er auch. Genau wie Kevin eben schon gesagt hatte, Wyatt war fast ein Stück weit verbrannt, oder fast, er war verbrannt durch die Cena-Fehde. Und Wyatt ist der Einzige, der es im aktuellen Roster, glaube ich, schaffen kann, ihn wieder overzubringen. Selbst Bryan hätte es nicht geschafft, weil wir das gerade erst beim Rumble kurz davor und kurz danach hatten. Jericho kriegt das hin. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Was Besseres hätte gar nicht passieren können. Richtig, genau so. Ich habe heute noch was von Mick Foley auf Facebook gelesen, der sehr begeistert war von Jerichos Mimik bei der Promo von Wyatt, dass er halt die Geschichte miterzählt, auch wenn er nichts tut, sondern einfach nur gesichtstechnisch halt die Worte verarbeitet. Dass das halt das Markenzeichen dieser Fehde auch sein kann, dass halt die Promos dass man eher eine typische alte WWE-Story bringt, dass die Matches jetzt nicht sind, Jericho gegen Bray Wyatt, dann nochmal was und nochmal was, sondern dass man das schön mit Segmenten aufbaut und dass man dann halt bei den Pay-Per-Views oder Special Events, wie sie jetzt heißen, dass man da halt dann die Matches raushaut. Wieso zieht der Kevin gerade hier im Chat Vergleiche mit einem Spanferkel? Weil ich am selben Spanferkel hatte. Ja. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Was gibt's sonst
zu Jericho noch zu sagen. Also das ist eine Legende und dass er wiederkam zum besseren Zeitpunkt hätte es eigentlich auch nicht geben können. Top. Ja, ich ärgere mich, dass ich das Comeback nicht ungespoilert gesehen habe. Das stört mich jetzt immer noch ein bisschen. Aber es dürfte interessant sein zu sehen, worauf es jetzt am Ende genau hinauslaufen wird, ne? Weil Jericho meinte ja, er kann vieles gehen. Er möchte auch so wahrscheinlich ein bisschen psychopathischer an die Sache herangehen. Ich finde es ja wirklich noch interessant, wenn man diese Videos, die Jericho bei seinem Comeback davor, damals mit dem kleinen Mädchen und dem Jungen da so hatte. Von wegen, the end of the world is you know it. Ja, aber das wäre doch jetzt eigentlich richtig cool, wenn Bray Wyatt das jetzt nochmal so ein bisschen ausgräbt. Aber ich finde schon gut, dass er halt wirklich dieses Save Us Y2J praktisch jetzt in dieses Fehler einfließen lässt und auch erzählt hat, ja, Chris, du, der Retter, du konntest die Leute nicht retten, sie haben sich von dir abgewandt. Ich hingegen, ich bin der Retter der Nation. Ich habe die ganze Welt in meinen Händen. Die Kinder lieben mich. Aber ich bin der neue Messias. Wo soll die Fehde denn hinführen? Ich meine, die Zeit von Jericho ist ja viel zu kurz, als dass man da wirklich... So, wenn er bis Night of Champions da ist, hat man 3 Pay-Per-Views. Man hat ja für Battleground schon ein Match zwischen den beiden angekündigt, was ich für vollkommen verfrüht halte. Ich auch. Ich hätte jetzt lieber ein Singles-Match Jericho gegen The Miz gesehen, wo dann am Ende Bray Wyatt auftaucht. Ja, klar, aber da bin ich ja auch völlig bei dir. Aber das Endziel dieser Fehde kann ja wirklich nur sein, Wyatt overzubringen. Das ist ja eigentlich das, worum es geht, oder? Ja, aber er wird wahrscheinlich dann jetzt erstmal mindestens ein Match verlieren müssen, ne? Wyatt? Ja, klar. Ja, wenn die Fehde weiter gestreckt werden soll, vielleicht gewinnt Wyatt auch beide. Kannst du auch haben. Es geht ja um 3 Matches, ne? Ich sage ja, dass das Battleground-Match wird Jericho per DQ gewinnen, weil Herr Hollywood da eingreift. Dann macht er den bei Raw, SmackDown in irgendeinem Match platt. Nochmal? Ja, genau. Und dann kommt es halt zum Epic Showdown Wyatt gegen Jericho. Beim Slam, ja. Beim Slam. Und ich hoffe auf ich hoffe ja, eigentlich, ich habe ja auf eine andere Fehde gehofft, als Jericho zurückgekommen ist. Leider ist gerade der Mann ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja gehofft auf Jericho gegen Dean Ambrose, weil das ist ein Match, da ist, wie sagt Zach so schön, das ist Gesichtskirmes hoch 10. Ja. Ja, das könnte ja beim nächsten Comeback von Jericho noch anstehen. Das fände ich nämlich großartig. Das wäre auch klasse, das stimmt. Nee, aber jetzt so SummerSlam, ein großer Show, danach DQ oder irgendeinem bösen Eingriff oder so. Ja. Und dann halt Night of Champions, das Rematch, was Bray Wyatt auch gewinnt, ja. Ist es denn überhaupt schon sicher, dass Jericho bis über den SummerSlam hinaus bleibt? Also das Letzte, was ich jetzt newstechnisch gelesen habe, dass er bis inklusive Night of Champions bleibt. Okay. Ja, dann muss man es jetzt so ist. Ich habe irgendwo gehört, nur bis SummerSlam, aber dann bin ich vielleicht nicht mehr up to date. Denn wenn es nur bis SummerSlam geht, dann wären es ja nur 2 Matches. Aber unabhängig davon, wie viele es sind, ich sehe es genau wie Zach auch, es wäre ideal gewesen, bei Battleground ihn gegen The Miz zu stellen. Das wäre konsequent und auch guter Aufbau für den SummerSlam gewesen. Aber na gut, zu spät. Claudio? Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Ihr habt da eigentlich schon alles gesagt. Okay. Warte mal, ich guck gerade mal eben, wann hat Jericho denn das nächste Konzert? Juli 24. Aber es ist in Hollywood. Ja, wird auch perfekt für ein Match gegen The Miz. Also die nächsten Konzerte bis Oktober sind alle in Amerika. Von daher, wurscht. Wann ist denn das nächste Konzert? Tourt er die ganze Zeit durch bis Oktober? Ja, das nächste ist Juli 24. Und kannst du das nächste da auch schon sehen? August 2. Okay, also jetzt keine... Und dann alles im September. Wann ist Night of Champions? September, ne? Ich glaube schon, ja. Da wird's ja vielleicht schon kritisch. Muss man abwarten. Muss man sehen. Ja, schauen wir mal. Wir sind uns aber auf jeden Fall einig, dass diese Fehde unglaublich viel Potenzial hat und richtig. Wir freuen uns darauf. Und wie? Sehr schön. Ja, und dann hatten wir noch in der vergangenen Woche die Rückkehr von AJ Lee. Die konnte sich dann in einer Minute den Divas-Teil von Paige umgehend wieder zurück gewinnen, nachdem sie erst meinte, Paige meinte hier, nein, ich bin nicht so blöd wie du, ich lass mich nicht in diese Falle locken, um dann genau das zu machen. Da hatte man ja dann auch das Publikum ein wenig überfordert, indem Paige fragte, ihr wollt doch gar nicht, dass ich meinen Titel jetzt gegen AJ verteidige, und das Publikum war einmal yes gechantet.
wo dann beide sichtlich irritiert waren und man die Promo noch mal ein bisschen umbauen musste, wo dann AJ da, ja, ihr wollt doch, dass ich jetzt den Titel gewinne, oder? Ja, ja, ja. Ja, und anstatt jetzt eine stinknormale, oh, du hast mir den Titel abgenommen, ich turn jetzt Heel, ich bin jetzt böse, Feder aufzubauen, sind die beiden auf einmal nun beste Freundin und Tag-Team-Partner. Paige hat den höchsten Respekt vor AJ, bekommt aber trotzdem jetzt bei Battleground ihr Rematch. Da ist doch Zündstoff vorprogrammiert, oder? Es deutet doch jetzt mal so die einfache Variante darauf hin, dass Paige den Titel nicht zurückgewinnt und dann aus Frust kurz nach dem Pay-Per-View turnt. Das wäre konsequent. Vielleicht ja durch irgendeinen Glücks- oder Sneaky-Move von AJ mit dem Einroller wieder oder so. Oder von ihrem Ehemann. Man weiß es nicht. Ich wusste es. Ja, das muss doch sein. Aber unabhängig davon, wie sich die Fehde jetzt gestaltet, ich war extrem geflasht von AJs Rückkehr, weil ich es niemals gedacht hätte. Also ich habe es zum Beispiel ungespoilert geguckt und war bei Jericho geflasht und auch bei AJ, weil sie der Diven Division, glaube ich, unglaublich Not tut, dass sie jetzt wieder da ist. Und alleine, dass man sie jetzt um Paige stellt und eine Fehde Paige gegen AJ aufbaut, egal wie man das letzten Endes bookt, ob man AJ turn lässt oder Paige turn lässt, ist völlig wurscht. Allein, dass man um die beiden eine Fehde aufbaut, wird der Diven Division, glaube ich, einfach nur gut tun. Ja, vor allen Dingen dieser Aufbau ist wirklich, dadurch, dass man die beiden jetzt erstmal als beste Freundin so darstellt, kann man die Zeit bis zum SummerSlam noch relativ gut überbrücken, um da dann wirklich mal ein richtig ordentliches Match rauszuhauen, einen richtig guten Showdown zu haben. Natürlich, das Titelmatch jetzt bei Battleground, das stört mich ein bisschen dabei in dieser Planung, weil dann hätten wir schon das dritte Aufeinandertreffen der beiden, wobei die ersten beiden ja, kaum erwähnenswert sind. Sechs, ja. Sieben, acht, neun Minuten Match zwischen AJ und Paige vor. Ja, deswegen, das hoffe ich ja dann zumindest für den SummerSlam. Jetzt könnte ich mir... Event 12. Ja. Nee, ich hatte jetzt so irgendwie in meinen Gedankengängen, bevor irgendwie jetzt dieses Match zwischen Paige und AJ angekündigt wurde für Battleground, so ein Fatal Four-Way irgendwie noch mit Cameron und Naomi so im Kopf... Was dann, wo dann AJ verteidigt möchte und. Bei Cameron gegen Naomi möchte ich beim SummerSlam ein Texas Deathmatch haben und beide bringen sich um. Die dürfen ja jetzt, glaube ich, auch in einem Singles-Match antreten. Ich hätte mir da irgendwie ein Fatal Four-Way, AJ verteidigt, Paige fühlt sich irgendwie betrogen, weil sie nicht gepinnt ist oder irgendwie was, fühlt sich dann um ihre Rematch betrogen oder so und dann bricht die Fehde halt zum SummerSlam aus. So hat man wieder ein Match für mich vorzeitig verschwendet. Weil im Moment deutet ja noch nichts wirklich darauf hin, außer dass Paige ein Titelmatch zusteht noch, dass die beiden jetzt eine Fehde haben sollten, weil noch sind sie ja beste Freundinnen. Lesbenengel. Ja, das hatten wir doch jetzt schon bei Fun Dan Go. Und Layla und Summer Rae, die jetzt auf einmal beide gegen Fandango geturnt sind, was wahrscheinlich dann dazu führen wird, dass Dolph Ziggler jetzt dann doch wieder im Doghouse sitzt, weil Fehde beendet, lässt zusammen alle glücklich. Nein, bis auf Fandango und Ziggler, aber... Ja. Nee, was erwartet ihr von AJ versus Paige und vor allen Dingen, wie seht ihr den weiteren Verlauf dieser Fehde? Wann kommt es zum großen Split der neuen beste Freundin? Also ich sag mal so, ich erwarte mir viel von dem Match. Ich weiß, dass ich zwei verdammt gute Wrestler, vielleicht sogar die beiden, mit Natalya, die beiden besten Wrestler, die man momentan im Hauptroster hat. Nehmen wir mal die Sarah Del Rey außen vor, die ja nur Trainerin ist leider. Aber sonst hat man die beiden besten Diven im Roster, die gegeneinander antreten. Beide sind jung, beide sind attraktiv, beide können im Ring einiges, besonders Paige. Ich finde sogar Paige im Ring sogar noch einen Tick besser als AJ. Ja, das wird eine großartige Fehde und ich hoffe ja, dass das Paige vielleicht dann so durch den Titelverlust und die erneute Niederlage ein bisschen durchdreht und ein bisschen wird wie ihre Mutter. Oh, da wird ja schon ein bisschen reichen. Ja, das meinte ich mit ein bisschen, weil das fände ich großartig und ich glaube, wir können auch einiges erwarten von dieser Fehde und ja, wir werden es erleben.
Bezüglich AJ muss man aber noch sagen, in Chicago scheint die Sonne sehr viel zu scheinen im Moment, ne? Die waren noch im Urlaub. Ach so, die waren noch im Urlaub. Der Jens hatte das in einer Review auch schon angesprochen. Ich dachte, vielleicht möchte man sie ein bisschen mehr von Paige distanzieren, weil Paige ja doch ein wenig leichenblass ist, was ihr absolut gut steht. Aber AJ sieht jetzt schon knusprig aus. Ja, und ich finde, sie ist auch ein bisschen drahtiger geworden. Also, oder habe ich sie zu lange nicht gesehen? Also, sie wirkte früher noch so ein bisschen, immer natürlich gut aussehen, aber ein bisschen pausbäckiger. Draller. Du wolltest ja sagen, ob du pummelig sagst, ey. Na, ich hab's doch noch elegant gelöst, aber ich finde, sie wirkt ja, sehr elegant. Fast noch etwas dünner als vorher. Also pummelig, ja, durchtrainierter, ne? Sie war ja auch im Punk immer joggen, haben wir sie gesehen. Ja, das ist ja wie bei den Bellas. Nikki Bella ist ja auch pummelig, sie ist ja der dicke Zwilling. Weil Brie Bella ist ja magersüchtig, oder zumindest isst sie nichts, hat man das Gefühl. Ja, außer im Brustbereich. Da ist sehr viel. Nein, du bist ja Niki. Ja, ach eben. Quatsch, Niki, ja klar. Niki ist Rie ist ja nirgendwo was. Stimmt. Ist nirgendwo was. Das ist auch wieder schon zweideutig, ne? Ja, aber die Fehde wird gut. Das denke ich auch. Glaube ich auch. Ja. Der Claudio ist so ruhig geworden in letzter Zeit. Gibt's nicht? Ja, ich habe so ein bisschen technische Probleme. Deswegen... Ja, das haben wir ja gehört, aber es soll dich nicht davon abhalten, dir deine Meinung kundgeben zu dürfen. Ja, ich hoffe, dass das keine Fehde sein wird, die man nach SummerSlam und Night of Champions dann abbricht, sondern dass man die halt ein bisschen länger macht. Weil dann hat man auch die Diven ein bisschen mehr Zeit und obwohl dann Rosa Mendes dann in den Shows auch noch kommt. Da muss ich immer lachen, wenn ich das so habe. Hallo, mein Name ist Rosa Mendes. Was? Aber ich glaube, Claudio hat völlig recht und so wird es, glaube ich, auch kommen müssen. Weil AJ und Paige, um die werden die nächsten Monate, glaube ich, aufgebaut werden. Hoffentlich. Diese beiden. Und das, genau, hoffentlich wird das so kommen. Denn dann haben die Diven vielleicht ein bisschen Zeit, der Rest der Nation noch ein bisschen an sich zu arbeiten. Denn was Besseres als die beiden gibt es eben auf Sicht auch nicht. Und dann müssen die eben immer wieder ran. Und es wird immer gut, wenn man das gut bookt. Das passt. Und du kannst natürlich... Und du hast natürlich auch gimmickmäßig kannst natürlich auch so einen kompletten Kontrast herstellen. Paige als die Anti-Diva, falls man das irgendwann mal in den Shows mal richtig durchbringt, dass sie halt sich selbst nicht als die Barbie-Puppe sieht. Aber AJ ist doch die, also hat sich in den Shows, also beziehungsweise den Titel noch gehalten, als Anti-Diva oder als richtige Wrestlerin dargestellt, also als Anti-Diva gegen Total Divas, das war ja ihre Promo damals. Ja, die sind alle Anti-Diven. Ja, und AJ... Das ist der Weg zur Storyline, ne? dass sie am Ende nicht mehr Diven heißen, sondern Wrestlerin. Vielleicht. So wie ein Mann macht so eine Shoot-Promo. Weil immerhin, bei NXT heißt der ja nicht Divas Title, sondern Women's Title. Der wird gehalten von einer baldigen Flair. Im Main-Roster. Sie ist eine Flair. Sie ist keine baldige Flair. Aber im Main-Roster soll sie ja mit Flair... Ja. Damit man auch... Leer, das klingt so scheiße. Aber statt, dass man sie irgendwie dann reinbringt mit ihrem Vater in den Arm, der hält eine Promo hier, der nächste Flair meiner Familie, Charlotte, sie wird hat schon bei NXT alles gewonnen, jetzt wird sie im Main Roster alles gewinnen, woo! Und so, das... Statt jetzt den Namen so wieder zu verwursteln. Das ist aber schon halt auch eine große Bürde, ne? Und sie ist halt, wie lange ist sie jetzt da? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Ein Jahr ungefähr, ne? Ja. Und ihre Promos sind jetzt, sagen wir mal, suboptimal. Klar, wenn sie jedes Mal dann... Ihren Vater. Ja, aber sie kann ja jetzt vor allen Dingen auch wahrscheinlich dann nicht immer mit ihrem Vater auftreten. Und meiner Meinung nach sollte man sie... auf jeden Fall mindestens noch ein halbes Jahr bei NXT belassen. Irgendwann vielleicht nächstes Jahr nach WrestleMania am besten debütieren lassen. Dann, wenn wieder diese neue Welle kommt. Genau, nach WrestleMania. Debütieren lassen und dann gewinnt sie den Titel von der Titelträger. Zum Beispiel. Die vorhin ein 16-Mann-Match gewonnen hat. Vermutlich. Ja, aber so ist es ja eigentlich hauptsächlich, dass nach WrestleMania der große frische Wind kommt und es würde ihr meiner Meinung nach nicht schaden, jetzt noch dieses halbe bis dreiviertel Jahr da zu verweilen, so gut sie im Ring auch mittlerweile schon ist. Sie hat ja wirklich im Gegensatz zu anderen wahnsinnige Fortschritte gemacht, aber man muss es ja auch nicht immer überstürzen und man hat ja jetzt auch erstmal mit AJ und Paige zwei super Damen da, die sich da um den Titel kämpfen und streiten können. Und
irgendwie scheint man im Moment ja doch auch ein bisschen Interesse daran zu haben, die Division mit dem vorhandenen Personal zu verbessern. Weil wenn man jetzt mal sich vor Augen hält, du hast Nikki und Brie Bella gegen Stephanie McMahon, du hast Cameron versus Naomi, du hast AJ versus Paige, du hast irgendwo noch Alicia Fox gegen den Rest der Welt. Gegen ihre Nerven. Ja. Gegen Michael Hayes. Zum Beispiel. Das sind ja vier Diven-Storylines, finde ich. Und du hast sogar... Summer Rae und Layla sind fünf. Genau. Also Profil ist geschärft worden, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und was nochmal für Paige ganz persönlich, glaube ich, sehr gut ist, ist auch das Comeback von AJ, weil keine Diva hat es irgendwie geschafft, Paige so an Qualität darzustellen, wie sie eigentlich ist. Die Booker haben sie gnadenlos verbuckt, auch in der Art und Weise, wie sie dargestellt wurde. Und ich glaube, Paige kann von der Fehde mit AJ auch von der Darstellung ihres Charakters nur profitieren eigentlich. Also AJ könnte Paige sozusagen noch retten, in Anführungszeichen. Könnte passen. Mhm. Ja. Ich habe mal eine Frage an Julian, den Total Divas Experten hier. Wo sind eigentlich Eva Marie und hier, wie heißt sie nochmal, die in der ersten Staffel da war und dann weggeschmissen worden ist? Hier, Jojo. Jojo ist noch angestellt, irgendwo bei NXT. Und Eva Marie hat doch den Pin jetzt eingefangen gegen Nikki Bella bei SmackDown diese Woche. In einem 10.000 Mann gegen Frau gegen Nikki Bella Match. Ja? Ja. Spoiler! Ach. In dem SmackDown-Bericht, der sich ganz spannend durchgelesen hat, war nicht so viel Spannendes dabei, da habe ich es wahrscheinlich überflogen. Okay, dann sind wir mit den offiziell besprochenen Themen durch. Möchtet ihr noch über irgendwas reden? Möglicherweise Santino Marellas Karriereende? Nee, ich möchte über unser Board sprechen. Haben wir sowas? Ja, wir haben auch ein Board. www.wrestling-infos.de/board. Ja, ich wollte nämlich die Fahne hochhalten für unsere neuen weiblichen User. Wir haben ja mit Andrea, mit Crestfallen, glaube ich, und mit Rampage drei neue Damen. Crestfallen ist eine Frau? Und wie? Und schwere Not oder was? Und das sollte doch hier allen anderen weiblichen Podcast-Hörern ein großes Beispiel sein. Kommt doch auch ins Board und da kann man viel und toll diskutieren. Jetzt musste ich mal ein bisschen... Der Claudio steht euch mit einer helfenden Hand und großem Herzen zur Hilfe bereit. Auch von der Claudio Klein von Statur ist er ein großes Herz. Musste der sein? Ja, der musste sein. Ja, wir alle tun nichts, nur KM. Da muss man eher so ein bisschen aufpassen, ne? Ja, aber der ist ja auch harmlos, ne? Wir sind alle nett. Wenn KM euch was tut, ruft mich an, ich mach noch mehr. Also, was ist eigentlich mit eurem Battle? Darauf warte ich ja immer noch. Ich habe Videos produziert. Ja, anfangen, Fehde wieder aufbauen. Hockpen-Match. Nee, dann sind wir durch, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, was ihr unbedingt noch was auf die Tagesordnung ja, bringt. Vielleicht noch unsere Tipps für die WM, fürs Finale. Ja, ich habe vor der WM Argentinien gesagt und ich sage immer noch Argentinien. Leider. Ja, ich weiß. Ich bin ja eher der geborene Realist. Manche sagen, ich wäre ein Pessimist, aber ich halte mich eher für einen Realisten. Aber ich denke mal, wir werden das mit Ach und Krach irgendwie mit 1-0 über die Bühne bringen. Ich verfalle jetzt nicht in diese Euphorie, die jetzt überall gemacht wird. Nein. Ich denke auch, dass Argentinien viel hinten drin steht und wir dann irgendwie, keine Ahnung, 79. ein Tor machen werden. Aber da Zack 1-0 gesagt hat, sag ich 2-1. Deutschland. Na, ich glaube 3-2. In einem schönen Spiel. Oder wir kommen ins Elfmeterschießen und es kommt zu 45 gegen 45. So. Oder so. Okidoki. Ja, dann sind wir mit der heutigen Podcast-Session durch. Wir hoffen, euch hat dieser zweigeteilte Podcast mit der kurzen Pause zwischendurch und den zwei verschiedenen Teams zugesagt. Wir würden uns sehr über Feedback freuen
ob positiv, ja, ob negativ. Stimmt ab, welches Team besser war. Wobei es ein bisschen unfair ist, weil das eine Team nur aus 3 Leuten bestand. Ja, ist, als ob KM das jetzt so groß gemacht hätte. Es wäre auf jeden Fall ausgeglichener gewesen. So wurde die Last auf weniger Schultern verteilt. Nee, Spaß beiseite. Der Ernst kommt nämlich rein. Sagt uns, was ihr davon gehalten habt. Ob ihr lieber... Oh, Alter, war das schlecht. Alter! Mann! Der brauchte ein bisschen, aber dann... Oh. Oh, ich hab mich schon gewundert. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Oh. Ja. Nee, sagt uns, was ihr besser findet, normalen Standard-Podcasts mit einem Team über die Zeit oder zwei verschiedene Teams wie jetzt, die dann halt auch verschiedene Ansichten und verschiedene Stimmen vor allen Dingen darbieten. Wir wollten euch damit ja vor allen Dingen die neuen Leute etwas besser bekannt machen, die neuen Stimmen, die sich für mich zur Hälfte eh wie Kevin anhören. Das ist ein Kompliment oder was Schlimmes? Das ist positiv. Wrestling! Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns wie schon bei der Raw Review. Wir stehen jetzt auf, legen die rechte Hand auf unser Herz und ja, dann ich denke, das reicht, oder? Ich wollte schon We the People gerade schreien, aber. Das kann ich auch noch mal eben machen. We the People! Das war jetzt wirklich geschrien. Ja, dann. Kommt gut nach der Nationalhymne. Ja. dazu haben wir dann auch in der nächsten Woche vermutlich noch ein kleines Gewinnspiel parat. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall wieder die Reviews hören. Ich schätze mal, wir werden das in der Raw Review machen, weil ich glaube, Battleground ist erst danach die Woche. Und da wird es ein kleines Gewinnspiel für die YouTuber unter euch geben. Es hat mit We the People zu tun, aber es sei noch nicht zu viel verraten. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und bleibt sauber. Tschüss. Adios. Ciao.